They have recruited the rich and the powerful. They're running the whole show. Einen wunderschönen guten Abend. Nicole, hallo. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? So, ja, wir sind wieder nicht live. Doch, 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 das habe ich diesmal hingekriegt. Ich habe letztes Mal schon überlegt, ich muss mit Nicole erstmal absprechen, wer macht überhaupt die Anmoderation und so weiter. Ja, so. Ach so. Und das habe ich letztes Mal schon vergessen und das habe ich diesmal auch vergessen. Und jetzt komme ich hier so rein und denke so, okay, du musst jetzt was sagen. Scheiße, okay. Aber alles gut, alles ist gut. Schön, da ich finde das schön, dass wir immer so reinstolpern. Ja, so ein bisschen stolpern gehört ja auch dazu. Nicole, bei mir kommst du ein bisschen leise an, merke ich gerade. Was für ein Mikro? Du hast dieses Raummikro, ne? Nee, weißt du was? Ich habe gar kein Mikro dran gemacht. Eieieiei, okay, dann ist es die Webcam, über die wir dich hören. Dann, ach Gott. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie die technischen Probleme. Ich mache jetzt ein Testbild. Nein, Spaß, wir machen kein Testbild. Wir werden jetzt Nicole live dabei zuschauen, wie sie ihr Mikrofon anschließt. Ja, mit einer geschmeidigen Bewegung holt sie das Mikrofon aus der Schublade und steckt den Stecker in den USB-Port. Wer hätte das gedacht? Das war aufregend. Das war aufregend. Warte, sag noch mal was. Hallo, hallo. Hört ihr mich? In diesem ja. Internet? Hallo? Ja, alles super. Jetzt auch viel deutlicher als gerade. Sehr schön. Ich dachte auch, irgendwas fehlt. Das ging irgendwie so schnell. Ja. Mein Gott, wunderbar. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, erstmal auch schönen guten Abend an die Critical Community. Schön, dass ihr alle da seid. Und die 2 Wochen gingen echt schnell rum, oder, Nicole? Wie im Flug. Wie ja. In der Hängematte. Wie in der Hängematte. Mensch, es ist wirklich, also, ich weiß gar nicht, wohin mit meinen ganzen Hängematten hier. Ja, ich gehe immer zur Umschulung, dann nehme ich die Hängematte mit. Dann hänge ich die. Hast du dann noch Platz? Da hängen bestimmt ganz viele schon. Da hängen nur Hängematten. Ja? Das Erste, was in der Umschulung stattfand, war, wie bei der Bundeswehr, wir sind dann zum Hängematten-Austeildienst gegangen. Mhm. Ja, der Herr Aude. Bei der Bundeswehr wird das wohl so heißen dann. Der Herr Aude, ja, so, ja. Da hat uns dann ein schneidiger IHK-Unteroffizier jedem eine zertifizierte IHK-Hängematte gegeben. Und da haben wir uns dann alle reingelegt und bleiben da auch. Haben wir schön zwischen den Schulbänken aufgespannt. Und jetzt chillen wir da jeden Tag 8 Stunden rum und gehen wieder nach Hause. Genauso läuft das in so Umschulungen. Unglaublich, wenn das der Carsten hört. Ja, ja, und der Carsten und generell das radikale Bürgertum, ja, wenn die das hören. Nein, aber es ist natürlich, damit mich hier keiner falsch versteht, es ist natürlich nicht wahr, liebe du hattest liberale rechtsextremen Joghurt. Du hattest jetzt wirklich das Bedürfnis, das nochmal klarzustellen. Ich habe heute wieder auf Twitter eine Kurzdiskussion mit so einem vulgärliberalen Spinner gehabt, der einfachste sprachliche Stilmittel nicht verstanden hat. Also es ist wirklich, weißt du, da bist du so ein Typ, hast du irgendeinen super schlauen, pseudophilosophischen Text in deiner Bio stehen und verstehst eine einfache Hyperbel nicht? Hä? Was ist mit dir nicht richtig? Das ist doch furchtbar. Ja, ja, ja. Aber wir waren jetzt gerade schon bei der Hängematte, Nicole. Worüber sprechen wir denn heute? Natürlich über den faulen Arbeitslosen. Ja, über den faulen Arbeitslosen. Ein Phänomen, das uns medial begleitet, seit ich denken kann. Ja, immer schon eigentlich. Ja. Dass mal mehr, mal weniger stark in den Fokus gerückt wird. Und jetzt gerade ist es sehr, sehr stark im Fokus. Ja. Wir haben da ja diese krassen Sachen gehabt, wie ich kann da vielleicht mal direkt eine Kleinigkeit auf dem Bildschirm teilen. Eine Sekunde. Wo ist es denn? Ja, das habt ihr alle mitbekommen, hier diesen Spaß hier mit Warte mal, bin ich jetzt dumm? Nein.
Ach, das teilt der. Ach Gottchen, das kann der gar nicht. Das kann. Ach doch, oder? Moment. Da. Ja, hier. Sieht man das? Nein, ich sehe nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier ist eine Freigabe. Eieiei, warte mal, ist der jetzt hier? Moment. Ah, ich muss den erst zur Bühne packen. Guck da. Ah. Den Spaß hier, ne? Das haben wir ja alle gesehen. Mhm. Die Reinigungskräfte, die kündigen, um Bürgergeld zu beziehen. Wer kennt sie nicht? Jeder kennt mindestens eine Reinigungskraft. Mindestens, ja. Also ganz besonders kennen Menschen aus privilegierten Verhältnissen ohne Ende, die kennen ohne Ende, die kennen alle einen Hartz-IV-Empfänger, der den ganzen Tag nur rumhängt, ja. Die kennen alle eine Reinigungskraft, die gekündigt hat für Bürgergeld, ja. Und die kennen auch alle mindestens einen Jugendlichen, der nur Drogen verkauft. Ja, also das ist, kennen wir ja, es ist aus dem typischen besser betuchten Mittelschichtviertel, da laufen diese Leute auch nur so rum, ohne Ende. Das ist übliches Milieu da. Das ist wirklich. Aber da sprechen wir gleich drüber. Ich dachte nur, ja, das passt jetzt gerade ganz gut. Ja, ich entteile meinen Bildschirm mal wieder. Das machen wir später nochmal. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das geht. Habe ich wieder was gelernt, liebe Critical Community. Aber Nicole, wollen wir mal in die richtigen Sachen einsteigen? Wir wollen über den faulen Arbeitslosen reden, ja, über diesen Pappkameraden. Und wir werden uns dazu heute ein paar Mediensachen angucken, wie üblich. Ja, ich kann jetzt schon sagen, wir haben Folge 2, ich kann jetzt schon sagen, wie üblich. Ja? So. So. Und du hast uns eine deutsche Qualitätstalkshow mitgebracht, richtig? Ja, die habe ich auch geguckt sogar. Es war ein Vergnügen sondergleichen. Das glaube genau, ich habe Hart aber fair geschaut, und zwar die Sendung jetzt vom 13.11. Die war zum Thema Löhne hoch, Arbeitszeit runter, kein Bock mehr auf Leistung, Fragezeichen. Weißt du, die erste Hälfte dieses Titels ist ja noch richtig gut. Löhne rauf, Arbeitszeit runter. Meinetwegen mit dem Fragezeichen noch dahinter, ja, wenn man unbedingt will. Dann kommt wieder das bürgerliche Narrativ da rein. Kein Bock mehr auf Leistung. Genau, weißt du, das ist schon so ein total bekloppter Titel, weil ich dachte, bis halt der Doppelpunkt kommt nach runter, also Löhne hoch, Arbeitszeit runter, Doppelpunkt. Warum hat man nicht den Titel genommen, mehr Lebensqualität? Ist direkt ein anderes Framing, ist direkt anders gesetzt. Also der Titel, aber ich habe gedacht, Nicole, da musst du jetzt durch. Das schaust du dir jetzt an, und das habe ich leider dann auch getan und habe uns drei Clips mitgebracht. Ich dachte, mehr ertragen wir wahrscheinlich auch nicht aus diesem Sammelsurium der sprühenden Lebensfreude. Ich habe auch schöne Sachen. Also richtig schöne Sachen, hör mal. Wir werden heute wieder voller Freude hier durchgehen. Durch unsere 1 bis 2 Stunden. Ihr wisst das ja, ne? Wir sind das schlanke Format von Critical Media. Ja. Quasi Slim Fast oder so. Oh Gott, Dave. Nein, Dave, aus. Dave spielt jetzt einfach den Clip ab. Ja, Dave. So, wir gehen jetzt mal in den ersten einfach rein. Und dann dann werden wir ganz kurz muten müssen, weil wir wütend schreien. Oder nicht? So. Doch, der ist schon, ja. Der ist schon, ja, okay. Der ist schon, ja. Dann viel Spaß, meine Damen und Herren. Sie haben eine Dachdeckerfirma mit 34 Mitarbeitern. Da sind Fachkräfte darunter, Hilfsarbeiter, Azubis, wahrscheinlich auch ein paar Praktikanten. Bald steigt das Bürgergeld. Sie sehen das kritisch. Warum? Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, im Betrieb, wenn man sich mit den Mitarbeitern unterhält, kommt häufig als Stammtischmeinung oder sowas rüber, aber es ist auch irgendwo ein Funken Wahrheit dran. Die arbeitende Bevölkerung kommt sich bei der Erhöhung des Bürgergelds irgendwo veräppelt vor. Sagen das Ihre Mitarbeiter Ihnen? Absolut. Warum fühlen die sich veräppelt? Die sagen, wir gehen jeden Tag arbeiten, andere gehen nicht arbeiten, die holen sich ihr Geld ab. Jetzt heißt es auch noch Bürgergeld. Der Begriff ist meines Erachtens irgendwo da ein bisschen aufgeweicht. Und wie sollte das sonst heißen? Meines Erachtens ist es eindeutig ein Überbrückungsgeld oder ein Arbeitslosengeld. Und derjenige, der das in Anspruch nimmt, darf auch ruhig merken, dass momentan jemand anders gerade beim Haare schneiden ist, auf dem Dach steht oder sonstige Dinge erledigt, dass dieses Geld zur Verfügung steht. Mhm.
Ja. Ja. Ich habe also, was auf der Zunge liegen, aber sag du bitte zuerst. Also nur zur Einordnung, das ist der Hendrik Ambrus und er hat Bauingenieurwesen studiert, sein Vater hat eine Dachdeckerfirma, da hat er nach seinem Abschluss, also er hat erst in anderen Unternehmen gearbeitet und seit dem Juli 2016 ist er dort geschäftsführender Eigentümer. Das nur zur Einordnung. Ne, wo er herkommt, wo er da angesiedelt ist. Und ich musste, also ich fand es ganz furchtbar zu schauen, vor allen Dingen diese Stelle, wo er sagt, das muss der Mensch, der muss ja spüren, dass andere gerade für ihn arbeiten gehen. Ja, das der muss der leiden. Spüren. Leiden muss der. Ja. Also erstmal das. Ich finde aber auch, weißt du was, richtig krass, dass der jetzt irgendwie eine Minute drum rum geredet hat, einfach darum, dass er keinen anständigen Lohn zahlt. Das auch. Also, weißt du, der redet da jetzt eine Minute, erzählt irgendwas von, das Bürgergeld ist zu hoch und die Leute regen sich darüber auf und dies und das. Also erstmal, wir werden das gleich noch mit den Zahlen und so, machen wir alles noch im Laufe der Sendung, liebe Leute. Ja, also ich will jetzt auch da noch nicht vorgreifen. Aber er kommt da mit diesem Narrativ um die Ecke und da frage ich mich aber auch, du hast ja jetzt nur diesen Clip, hat unser Moderator hier der neue Plassberg Junior, ich weiß leider nicht, wie er heißt, verdammt. Ich habe es auch vergessen. Hat Plassberg Junior denn mal nachgefragt? Irgendwie sowas wie, na, wie sieht es denn aus bei Ihnen mit den Löhnen, ja, und so, und den Arbeitsbedingungen? Ich finde, du stellst sehr süße Fragen, Dave. Nein, natürlich nicht. Die einzige Nachfrage, die er gestellt hat, das war die, die wir gehört haben. Ne? Was gefällt Ihnen denn am Namen nicht? Wie würden Sie das denn nennen? Mich würde auch mal total interessieren, wenn er die Rückfrage bekommen hätte, wie hoch ist denn das Bürgergeld eigentlich? Ja. Ich weiß nicht, ob ihm bewusst ist, was bekommen diese Menschen denn im Monat, um irgendwie überleben zu können. Ich weiß nicht, ob er es weiß und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, ob seine Mitarbeitenden das überhaupt wissen. Also ich fand es ganz, 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 ganz schlimm. Ja. Und das war der erste Take, den er rausgehauen hat. Das war so sein Statement zum Einstieg der Sendung. Ganz kurz, passend dazu. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, es gab ja diese schöne Folge von dem Games-Podcast The Pod oder Auf ein Bier, wo sie Gehälter von Spielejournalisten recherchiert haben und rausgefunden haben, okay, so rosig sieht das da alles auch nicht aus. Und da gab es dann eine Diskussion auch im Forum, wo dann immer wieder das Argument kam, ja, aber diese armen kleinen Verlage, die haben ja auch nicht mehr. Die können ja gar nicht. Und das ist genau so ein Fall hier. Ich bin mir sehr sicher, normaler Handwerksbetrieb, ja, der hat nicht die große Marktmacht. Der definiert keine Preise. Der muss irgendwie mit größeren Betrieben mithalten, mit Betrieben, wo viel mehr Geld und Power drin steckt und so weiter. Verstehe ich alles, ja? Aber dann müssen die vielleicht auch mal selber verstehen, dass ihr Gegner sozusagen nicht der Bürgergeldempfänger ist und auch nicht die eigene Belegschaft, die man mit Niedriglohn abspeisen will, sondern der Gegner, das sind die Betriebe, diese großen Betriebe, die Märkte dominieren und definieren. Das ist der Gegner von denen. Und das verstehen die nicht. Und darum ist jede Argumentation, die so jemand wie er bringt, also die kann nur in eine Abwärtsspirale führen. Das heißt, seine Mitarbeitenden kriegen noch ein bisschen weniger Lohn, weil es ja nicht anders geht. Ja, dann regen die sich auf, weil sie Bild-Zeitung gelesen haben, dass das Bürgergeld zu hoch ist. Und schon hassen sich alle gegenseitig. Und ich würde noch nicht mal sagen, dass ein kleiner Handwerker darauf von dieser Struktur zwingend übermäßig profitiert. So ein kleiner Handwerksmeister. Ja? Ja, je nach Betriebsgröße und so. Es gibt da auch welche, die haben sich damit gesund gestoßen, weiß ich alles. Ja, aber es gibt auch genug kleine Betriebe, die stehen gar nicht gut da und die kommen trotzdem mit dieser Argumentation um die Ecke ständig. Und jetzt haben wir schon so viel uns aufgeregt und wir haben erst den ersten Clip geguckt, Nicole. Es tut mir echt leid. Ich finde es auch schwer zu ertragen. Wir können zum zweiten übergehen. Ja, wir gucken den nächsten. Plassberg Junior, der zweite.
viel mit der Veränderung der Arbeitswelt, beraten auch Unternehmen zu diesem Thema. Wenn Sie mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern sprechen, ist da das Bürgergeld, ist das da überhaupt ein Thema? Total. Also erstmal, um da rauszuzoomen, in meiner Beratung beschäftige ich mich ja in allererster Linie mit mittelständischen Unternehmen, also mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Und da beobachte ich zwei Dinge. Auf der einen Seite spreche ich mit einem Malermeister, der alleinerziehend ist und Vater von drei Kindern und deswegen strukturell, und das haben Sie gerade angesprochen, vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen wird, weil Betriebe es noch nicht hinbekommen, zu verstehen, dass nicht alle um 7 Uhr abfahrbereit zur Baustelle sein können, weil die Kita im Ort vielleicht erst um 8 oder 9 Uhr öffnet. Das heißt, dieser Vater ist angewiesen auf Sozialleistungen und es ist total gut und wichtig, dass es diese Sozialleistungen gibt. Auf der anderen Seite spreche ich mit Unternehmen und ich war heute auf der BEKO, das ist die Fachkonferenz fürs Bäckereihandwerk. Da erzählt mir ein Bäckermeister, der in den letzten 9 Monaten 5 Kündigungen erhalten hat, aufgrund der Anhebung des Bürgergeldes. Dass es da durchaus gerade im Mittelstand viele Leute gibt, die sagen, lohnt sich nicht mehr so richtig oder vielleicht ist mir die Zeit mit der Familie dann mehr wert. Nur um das richtig zu verstehen, die haben gekündigt, um dann Bürgergeld zu bekommen. Ja, da habe ich euch ein bisschen erstmal in die falsche Richtung laufen lassen, weil den ersten Teil habe ich gedacht, da hat sie total recht. Ja. Das ist wirklich ein Problem, dass es in diesem Bereich, den sie gerade nannte, wo wirklich um 7 Uhr die ganze Mannschaft losfährt, weil sie irgendwo am Ort sein muss, wo gearbeitet wird, dass da Menschen ausgeschlossen sind, die davon abhängig sind, dass jemand die Kinder betreut. Und wenn die Kita nun mal erst um 8 oder 9 Uhr aufmacht, bist du ausgeschlossen. Du kannst nicht dran teilnehmen. Aber ich sage, das ist so wichtig. Sehr guter Punkt, ja. Das ist ein super Punkt. Dann driftet das leider weg. Also mit ihr würde ich gerne mal darüber reden, ob diese angeblichen Kündigungen wegen Bürgergeld, ob sie das wirklich sicher weiß oder ob Bäckermeister Lutze, ja, Bäcker Lutze kennen wir ja, ne? Sowas wird der Bäcker Lutze aber nicht sagen. Ja, nee, das stimmt. Bäcker Lutze ist anständig. Sag, dann machen wir seinen bösen Zwillingsbruder Bäcker Butze. Ja, so, ob Bäcker... ob der böse Zwillingsbäcker Butze sich da nicht einfach was zusammengereimt hat. So, und sagen wir mal, dass selbst wenn das stimmt, Herr Bäcker Butze, ja, sagen wir wirklich, du hast 5 Mitarbeiter wegen Bürgergelderhöhung. Wie gesagt, wir kommen gleich noch zu den tatsächlichen Sachverhalten dazu. Ja? Sagen wir, das stimmt, dann würde ich mir als Bäcker Butze wirklich mal Gedanken darum machen, was in deinem Betrieb schiefläuft. Ganz ehrlich, mein Freund, denk mal drüber nach, was bei dir schief läuft, warum keiner bei dir arbeiten will. Ja, da kündigt anscheinend jemand für 502 Euro im Monat. Ja, genau. Also warum Leute freiwillig das Stigma der Arbeitslosigkeit auf sich nehmen. Diese ganze Hartz-IV-Bild-Kampagne, die gerade läuft, diese ganze CDU-Kampagne, die gerade läuft. Ja, alles, alle, die ganz Deutschland hasst im Moment Bürgergeldempfänger. Ja, und das wegen diesen 500 Euro im Monat. Also, I doubt it, wirklich. Ich bezweifle, dass das stimmt. Ich bezweifle richtig, richtig, dass das stimmt. Kann sein, dass er das, also darum würde ich gern, das wüsste ich halt jetzt gern von ihr. Und ich vermute mal, Plasberg Junior hat auch hier wieder mal nicht nachgefragt, ne? Nee. Doch, er hat nur nachgefragt, wirklich wegen der Erhöhung des... Wirklich? Ja, wirklich. Oh, das ist ja ein Skandal. Das muss ja dann wirklich immens hoch sein. Das ist ja unglaublich. Und was ich so schade finde, ist, sie sagt nicht, ich habe dem Mann dann gesagt, dass für 502 Euro hat jemand gekündigt. Das ist aber seltsam. Also sie wirkt, so wie sie das erzählt, habe ich nicht den Eindruck, dass sie mit dem Menschen, der ihr das gesagt hat, mal ihn zur Seite genommen hat und sagte, Bäcker Butze, für 502 Euro haben jetzt hier 5 Mitarbeitende gekündigt. Sind Sie sicher? Also, sie hat es nicht so erzählt, als wäre es das Gespräch in diese Richtung gelaufen. Du würdest die Geschichte ja anders erzählen, wenn du da selber empört wärst und jemanden zur Rede gestellt hast. Also, das ist jetzt einfach so als Tatsache hingestellt. Bäcker Butzer hat 5 Mitarbeitende verloren für 502 Euro im Monat. Und da sagt Bela Funk das, was ich gerade auch schon etwas verklausulierter gesagt habe. Ja? Mhm. Ja? Ja, dann ist das, also wenn jemand dafür
wirklich kündigt, dann muss der Betrieb wirklich, um es mal einfach in einfachste Worte zu fassen, dann muss der Betrieb wirklich scheiße sein. Ja, so. Genau. I'm very sorry. Becker Butze, guck mal, was in deinem Betrieb los ist, würde ich sagen. Was in deiner Butze los ist. Was in deiner, ja, sehr gut. Ja. Die Karlauer fliegen heute tief. Ich weiß schon, warum das mit uns so gut funktioniert, Nicole. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben dasselbe niedrige Humorniveau. Du kannst also gerne den nächsten Clip abspielen. Wir gehen in Hard Aber Fair, Runde 3. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Idee. Wir können uns ja aber mal die Höhe angucken. Sie sagen keine gute Idee, aber es geht. Die Frage ist ja, wie viel genau ist der Unterschied zwischen also, Bürgergeld und dann vielleicht Klammer, die Minus. Bevor Sie es einblenden, eine Klarstellung. Jemand, der wirklich, ich sage das mal ganz offen, so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der kriegt erstmal kein Bürgergeld, der kriegt erstmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld. Und das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Man muss bedürftig sein. Und wenn man nicht mitwirkt, gibt es nach wie vor übrigens auch Leistungsminderung. Also die Geschichte, jetzt kündigt einer, dazu sollten wir den Leuten gar nichts einreden. Das heißt, Sperre dann, heißt 3 Monate man gar kriegt, nichts? Man kriegt erstmal im Arbeitslosengeld, in der Regel ist es ja so, dass wenn man arbeitet in einem Beschäftigungsverhältnis über 12 Monate, kommt man gar nicht ins Bürgergeld. Das ist eine Frage der Arbeitslosenversicherung. Ja. Wenn man von sich aus kündigt, dann hat man eine Sperre von 3 Monaten Leistung. Da gibt es gar nichts an dieser Stelle. Das ist das persönliche Risiko. Und ja, Nicole, bist du noch da? Ich bin total da. Du saßt da so wie so eine Steinstatue. So. Ja. Ich wibbel immer mit dem Fuß und habe gedacht, vielleicht soll ich mal still sitzen. Ich weiß nicht, ob denn hier alles mitwibbelt. Nein, ich bin ganz andächtig vor Ort. Da muss ich sagen, das fand ich richtig gut von Hubertus Heil. Er hat da ja drauf gedrängt, dass er das sagen kann. Das wäre einfach so versendet worden, ohne diese Klarstellung. Ja. Ja. Und dass er das wirklich an der Stelle, das ist auch total traurig, dass ich die Messlatte da so niedrig lege, aber das rechne ich ihm wirklich an. Wir haben ja den Diskurs alle mal mehr, mal weniger verfolgt, dass da wirklich jemand sagt, Entschuldigung, aber das ist bekloppt. Ja. Man hat eine 3-monatige Sperre. Und die Dame hat ja auch noch genickt, wo ich dachte, okay, hast du das denn dem Bäcker Butze auch gesagt, dass das Quatsch ist, weil dein Mitarbeiter kriegt 3 Monate sowieso nichts, gar nichts. Aber wer ist denn die Dame, die Blonde? Ist das eine Journalistin oder was macht die? Ja, genau. Ja, okay. Ja, genau. Die ist Journalistin, die hat auch ein Buch geschrieben. Und ich habe das hier, das ist die Ronja Ebeling. Mhm. Die hat das Buch geschrieben, Work Reloaded. Und sie hat auch einen Podcast, der heißt Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Ja, genau. Also ich bei ihr habe ich so ein bisschen den Eindruck. Unternehmen. Zum Thema junge Generation. Ah, ich verstehe. Aber hier habe ich so ein bisschen den Eindruck, sie gehört zu dieser, das ist auch so dieses typisch deutsche, bürgerliche Ding mit der, immer wenn wir was diskutieren, schreiben wir erstmal der Erörterung. Und dann kommt immer dieses einerseits, andererseits. Die Atombombe. Einerseits, Millionen Tote. Andererseits, ja, da wird es schon schwierig, ne? So. Das ist so typisch deutsch. Das ist so ein typisch deutsches Phänomen, dass wir selbst die teilweise furchtbarsten, menschenfeindlichsten Dinge irgendwie auf so ein Erörterungspodest stellen. Und so kommt sie mir so ein kleines bisschen vor. Das ist so ein Habitus der akademischen Mittelschicht, habe ich manchmal den Eindruck. Wir müssen das jetzt erstmal abwägen und erstmal überlegen. Und da müssen wir erstmal alle Meinungen einholen. Das siehst du ja auch oft in den Öffentlich-Rechtlichen, die sich ja häufig nur noch so als Abbildung von Meinungen, also als so eine Abbildungsplattform von Meinungen sehen. Ja, also wäre das nicht so, hätte der Moderator jetzt hier bei den ersten beiden Gästen noch mal ein bisschen schärfer nachgefragt. Mhm. Aber es geht nur darum, die kriegen ihre Plattform, dann können die einmal ihre Meinung sagen, dann kommt mal eine sanfte Nachfrage. Ach, ist das wirklich so? Oh, das ist wirklich so. Ah, okay, verstehe. Ja, klar, ich fand, also manchmal gibt es dann auch gute Momente. Anne Will hatte manchmal richtig starke Momente, wo sie Leute auseinandergenommen hat. Sogar Markus Lanz, an dem es wirklich viel zu kritisieren gibt, hat manchmal richtig starke Momente, ja.
Aber das sind halt nur Momente. Das ist nicht der journalistische Standard deutscher Talkshows. Da, im Großen und Ganzen geht es darum, dass da Meinungen abgebildet werden. Und jede Meinung ist irgendwie gleich viel wert. Aber es gibt nun mal Meinungen, für die gibt es Fakten, und es gibt Meinungen, für die gibt es weniger oder gar keine Fakten. Und Hubertus Heil hat sich jetzt hier einfach mal das Wort gegriffen und hat gesagt, so Kinder, ich habe hier die Fakten. Und alles, was ihr bis jetzt diskutiert habt, war hier für einen Arsch. Ja, weil Fakten sagen, so funktioniert das nicht. Leute können nicht einfach kündigen, weil sie Bürgergeld kriegen. Und sehr wahrscheinlich Becker Butze hat sich das wahrscheinlich einfach zusammengereimt. Weil es gibt ja in Deutschland, Achtung, es gibt auch gar keine Verpflichtung, dem Arbeitgeber irgendeinen konkreten Kündigungsgrund zu nennen. Also wenn ich irgendwo kündige. Was? Ja, also du kannst natürlich, wenn du willst, ja. Und du kannst natürlich auch, also, ne, aber kein Mensch schreibt in seine Kündigung, sehr, sehr geehrter Herr Becker-Butze, hiermit kündige ich zum nächstmöglichen Termin, weil ich jetzt Bürgergeld beziehen möchte. Also halte ich für sehr unwahrscheinlich. Mit freundlichem Gruß. Ja, ja, da hast du recht. Mit freundlichem Gruß, Becker. Dein Ex-Mitarbeiter. Mit freundlichem Gruß, du Becker-Lehrling Futze. Futze. Ja. Futze-Butze. Futze-Butze. Oh Gott. Okay. Ja, das können wir es nicht ertragen. Also, wie gesagt, ich finde es total gut, dass wenigstens Heil hier, ne, sich wirklich das Wort erstritten, erkämpft hat, um das klarzustellen. Und ich erwarte auch von einem Moderator, ich meine, wenn du so eine Sendung machst, du weißt ja, wen du dir einlädst, du weißt ja auch, welche Fragen du stellst, du weißt, es ist ja nicht so, dass du sagst, ich bin total gespannt, worum es heute geht, wenn ich in die Sendung komme. Du weißt es ja. Du kennst auch die Argumente, die fallen. Ja. Entweder recherchierst du das, oder natürlich, du hast ja auch Mitarbeitende, die das machen, dass man mal guckt, da wird immer behauptet, die ganzen Leute kündigen fürs Bürgergeld. Gibt es da vielleicht, welche Bedingungen gibt es denn überhaupt, um Bürgergeld bekommen zu können? Und da wird man sehen, ach so, man kriegt gar nicht direkt Bürgergeld, wenn man so und so lange vorher gearbeitet hat. Man bekommt erstmal Arbeitslosengeld. Wie, man wird gesperrt, wenn man selber kündigt? Und wenn er das wüsste, dann könnte er ganz anders nachfragen. Und dann hätte er, ich habe schon wieder vergessen, warte, ich muss genau der Frau Ebeling sagen können, Frau Ebeling, irritiert sie das gerade auch so sehr wie mich? Weil er müsste, also jeder, der kündigt, kriegt doch eine dreimonatige Sperre. Also das einfach mal so richtig dumm als Frage stellen, irritiert sie das nicht, dass er dann sowas sagt? Das ist ja eine ganz andere Diskussion, die dann geführt werden kann. Also wenn du einfach sagst, ach so, was, wir haben deswegen, ach so, ja, okay. Nee, jetzt wollen wir mal zeigen, wie viel verdient denn der und wie viel kriegen dann Bürgergeldempfänger? Und das Thema ist einfach, das so stehen. Und jeder, der das sich anschaut, denkt, krass, jetzt kündigen schon Leute wegen des Bürgergeldes. Weil ich auch nicht glaube, dass jeder Mensch, der so eine Sendung guckt, weiß, wie viel kriegen die überhaupt. Das ist ja völlig. Die Diskussion wird ja, würde ich nicht wissen, was die Menschen bekommen, um irgendwie überleben zu können, würde ich denken, das sind Tausende von Euro. Das kann doch nicht sein. So führen wir die Diskussion, als würden die 5.000 Euro netto im Monat kriegen. So wird argumentiert, so wird auf diese Menschen geschossen. Es geht um 502 Euro, die du da hast, um dein Leben im Monat bestreiten zu können. Und nicht um 5.000. Aber wir sprechen so, als wären es 5.000 Euro. Es ist so absurd. Ich habe übrigens einen Artikel von der Telekom News-Seite, die bringt manchmal tatsächlich ganz gute Sachen raus. Da haben sie den Ökonomen Enzo Weber befragt, ob es jetzt irgendwie eine Erhöhung der Kündigung und so gegeben hätte wegen Bürgergeld. Und wie man hier lesen kann, nein! 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 Butzi! Butzi ist jemand anders. Niedliche den nicht. Das darfst du nicht. Nee, Butzi ist ein Bekannter. Nein, Becker, Butze. Das ist einfach Unsinn. Also vielleicht, okay, nehmen wir an, dieser Einzelfall ist jetzt passiert. Ja? Dann ist er halt die massive statistische Ausnahme. Soll es auch geben. Alles gut. Aber wenn ich so lese, ich habe schon wieder, da hatte mich jemand, Chatrinia, ich glaube, du warst das, da mich verlinkt zu so einer, auch wieder zu so einer fragwürdigen Twitter-Diskussion.
Ich nenne das übrigens weiter Twitter, ne? Nur, damit das mal klar ist. wo irgendwie auch so eine Frau behauptet hat oder ein weiblich gelesener Account, weil das war natürlich wie immer bei Twitter wieder so ein Account, wo du nicht sicher sein kannst, was ist das, wer ist das überhaupt dahinter und so. Ja. Und die sagte, ja, unsere Kollegin hat heute auch gekündigt wegen Bürgergeld. Und ey, das ist so Paulanergarten. Es ist einfach die, aber das ist halt auch die Strategie gerade, ne? Einfach so lange die Unwahrheit sagen, bis Leute glauben, dass es wahr ist. Bis genug Leute glauben, dass es wahr ist. Ja. Nun ja. Ich glaube, hart aber fair, haben wir uns sehr dran erfreut jetzt. Mhm. Haben wir uns warm gemacht. Haben wir uns jetzt warm gemacht. Unsere Herzen sind jetzt ganz warm. Ich sehe gerade was. Das kann mal Freigabe beenden. Dann kann ich mal deine ja jetzt hier wegmachen, weil wir hatten so ein bisschen das Problem, dass wir gemerkt haben, unser Streaming-Programm kann nur maximal 10 Clips aufnehmen. Und jetzt kann ich mal eben, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal, damit wir uns warm machen für den nächsten Teil, gehen wir jetzt erstmal zum Liebling des Monats, oder was meinst du? Mhm. Ja. Ach so, ja. Was? Liebling des Monats. Mhm. jetzt habe ich noch gerade gesehen. Ist eigentlich Liebling der zwei Wochen. Ne? Das hast du letztes Mal schon gesagt. Ach so, guck mal, dann habe ich es wohl ernst gemeint. Das wirst du wahrscheinlich jetzt jedes Mal sagen, aber wir haben entschieden, dass wir es trotzdem weiter so nennen. Ach so, das habe ich schon vergessen. Kannst du mir in zwei Wochen nochmal erklären? Jetzt gebe ich erstmal Harald Schmidt die Bühne. Eigentlich ein Thema, da kann nun wirklich nichts schief gehen. Unsere Wahl zum Liebling des Monats, meine Damen und Herren. Zum Liebling des Monats. Die Kandidaten für den Liebling des Monats. Und wir brauchen einen neuen Liebling des Monats. Falls sich jemand wundert, den Link lasse ich dann immer, also dieses am Ende von wo das ist, lasse ich immer mitlaufen, weil bei YouTube hast du ja eine Videobeschreibung, wo du das reinpacken kannst, bei Twitch ist es irgendwie nicht so und ich möchte tatsächlich, dass das angezeigt wird, von wo das diese Musik ist. Incompetech übrigens heißt die Seite, sehr, sehr gut. So, jetzt aber, Nicole. Ich habe ja schon so ein paar Mal angedeutet im Vorgespräch und dann habe ich mal gesagt, nein, ich will es jetzt noch nicht wissen. Aber es wird mich schon interessieren. Aber nein, ich will es noch nicht wissen. Ja, aber jetzt kommt der große Moment. Wen hast du dir auserkoren, Nicole? Ich habe geschwankt, weil ich hatte so viele Lieblinge in diesem Monat. Ja, ist hart, oder? An jeder Ecke. Ja, und ich habe mich für entschieden, Trommelwirbel, Hubert Aiwanger, wegen seines Tweets, Bürgergeld in jetziger Form untergräbt den Staat. Ich guck mal eben, ob ich ein Bild davon finde. Ja, erzähl weiter. Ja. Weil ich finde, das ist auf so einer Metaebene, das greift ja jetzt nicht eine einzelne Person an oder eine Personengruppe, in dem gesagt wird, die sind alle faul und so. Das ist so also ich fand es so absurd, dass ich dachte, ich fand das auch so schön, weil ich habe es nicht verstanden. Ich weiß auch gar nicht, was er damit sagen will. Und das hat mir sehr gefallen. Das ist mein Liebling des Monats. Bürgergeld in der jetzigen Form untergräbt den Staat. Finde ich toll. Ja, ich habe leider kein Bild gefunden und der Hubert hat mich ja blockiert. Das heißt, ich kann ihn jetzt nicht per Twitter eben googeln. Ah, du könntest höchstens auf mein Profil. Viel, aber ist jetzt auch nicht. Nein, komm. Ich kann es immer wiederholen. Bürgergeld in jetziger Form untergräbt den Staat. Das haben 1300 Leute geliked. Ja. Ach Gott. Niedrige Löhne untergraben nicht den Staat und Reiche, die sich irgendwie in Steueroasen absetzen, auch nicht. Nein, es ist das Bürgergeld, das alle absichert, wenn sie mal aus welchen Gründen auch immer den Job verlieren. So ist die Realität und nicht anders. Jetzt heute müssen wir uns ja streiten, Nicole. Ja. Oh, okay. Also Hubert Aiwanger ist auf jeden Fall ein starker Kandidat. Das kann ich tatsächlich,
Aber ich habe einen ganz besonderen, ganz speziellen Kandidaten. Das hast du schon angeteasert. Ich will das jetzt auch endlich wissen. Das ist so wie, da liegt ein Geschenk und ich darf es nicht auspacken. Jetzt gib es mir. Ich will das Papier abmachen. Mein Liebling des Monats ist die Bing AI. Weil, ich erkläre warum. So, ich teile mal eben nochmal den Bildschirm. Die Bing AI, ich hab ja Thumbnails gemacht für diese Sendung. So, eins habt ihr auch gerade beim Countdown schon gesehen. Und einige waren auch echt gut, aber ich finde es so geil, wie die Bing AI mit Stereotypen von Armut arbeitet. Ja, das ist so hart. Also, hier habe ich eingegeben, der faulste Arbeitslose im Van Gogh-Stil. Ja, und es ist wirklich, wenn wir uns mal dieses Kunstwerk hier anschauen, ja, vor allem die Katze hier. Lebt die noch oder ist sie schon tot? Ich weiß es nicht. Und vor allem, wenn du mal guckst, wie der Fuß hier raushängt, und dann ist hier gar kein Bein. Was auch immer das ist. Und der Arm hier, die Hand, das ist eher so eine Monsterhand, keine Ahnung. Aber natürlich, abseits davon, der faulste Arbeitslose liegt hier natürlich in seinem eigenen Dreck, ja, wie das Klischee auch verlangt, ja. Er hier auch, ja. Hier liegt doch das Geld auf dem Boden, ja. Der wirft sogar. Das ganze deswegen, Bürgergeld. Das ganze Bürgergeld, die 502 Euro, liegen da einfach auf dem Boden rum, ja. Deswegen kann der auch nicht einkaufen gehen, weil das Geld da rumliegt. Da muss er sich ja bücken, ja. So faul ist der, ja. Und hier auch die Katze, wie auch immer diese Katze hier, ich weiß es nicht. Also das Physikverständnis von der Bing AI lassen wir mal außen vor. Das fand ich ja sogar noch ganz passend, vor allem, weil hier er hier, dieser Verwaltungsfuzzi hier sitzt, während die hier auf dem Bett chillen. Aber in jedem dieser Bilder chillt jemand, ja, außer bei dem, aber sonst chillt jemand auf dem Bett. Nee, der chillt doch auch da, ja, der chillt auf dem Koffer. Ja, wobei das hier ist eher, weißt du, hier finde ich, sieht man noch, ja wenigstens. Oder? Hier sieht man ja wenigstens dass das gebrochene Menschen sind, ja, bei diesem Bild. Da hat die Bing AI wenigstens kapiert, okay, also das mit der Arbeitslosigkeit, das nimmt dir ja Würde und alles. Und die sitzen hier und sind wirklich am Ende fertig mit der Welt, die Herrschaften, ja. Ich hatte das Ganze nochmal mit der Sixtinischen Kapelle gemacht, ja. Und ja, hier auch lauter gebrochene Menschen. Adam hier mit 3-Tage-Bart und alkoholrot unterlaufenden Augen. Es ist also, da entstehen manchmal kreative Sachen, das ist schon krass. Aber auch hier, ne, die sitzen in ihrem eigenen Dreck und so. Also die Bing AI, die ist schon ganz schön klassistisch unterwegs. Natürlich auch nur, weil sie sich natürlich nur an dem speisen kann, was im Internet drin ist. Ja, also eine AI kann ja nur das benutzen, was sie in den Datenbanken findet, auf die sie zugreifen kann. Und da sind offenbar sehr viele klassistische Informationen drin. Ja? Faule, Arbeitslose und so, die liegen den ganzen Tag da rum in ihrem eigenen Dreck oder im Bett. So, Nicole, wie regeln wir das jetzt, unser Disput? Boah, wenn wir doch nur noch irgendwie Menschen hier hätten, die uns da helfen könnten. Ja, vielleicht ein Chat? Lieber Chat? Ah! Lieber Chat, Liebling des Monats. Für diese 2 Wochen, ich weiß es, ergibt keinen Sinn. Aber Liebling des Monats für diese 2 Wochen. Hubert Aiwanger oder die Bing AI. Ihr habt jetzt 30 Sekunden, um abzustimmen. 1 für Hubert Aiwanger, 2 für Bing. Genau, sehr gut. Gut. Tippt Zahlen, Chat. Tippt Zahlen. Oh. Eieiei, okay, ich glaube, ich kann mich hier nicht durchsetzen, glaube ich. Sieht schlecht aus. Ach, ich fand deins aber irgendwie jetzt auch besser als meins. Warte mal. Erzähl gleich mal. So. Gleichstand. Oh, du bist vorne. Und ich lasse es noch bis 20 Sekunden, noch bis gleich. Muss ja, weil es ist gerade Gleichstand. Und stopp! So, wir haben 1, 2, 3. Bitte nicht mehr, sonst komme ich durcheinander. Wir haben Gleichstand tatsächlich. Aiwanger und AI. Aber weißt du warum? Was wir machen?
Wir machen einfach Hubert Aiwanger zu AI. Ja, gut. Pass auf, aber ich fand das Argument hier tatsächlich, das ist ein gutes Argument. Aiwanger ist relevanter, weil realer Politiker, dem würde ich mich auch beugen. Das heißt, Hubert Aiwanger, herzlichen Glückwunsch, du bist Liebling des Monats bei Sozialklimbim. Oh. Und ich möchte erinnern, lieber... Was ihn das freien wird, wenn er das erfährt. Ich kann es ihm ja bei Twitter nicht schreiben, weil ich blockiert bin. Ach, ja? Ich kann ihm das schreiben. Ach, das ist schön. Und ich schreibe ihm, dass er gewonnen hat. Möchte ich auch nochmal an unseren ewigen Ehrenliebling erinnern, Frank Schäffler, der den Namen dieses wunderschönen Formats geprägt hat. Vielen Dank, Frank. Danke, ja. Frank. Danke, Frank. So, jetzt haben wir den Hubert als neuen Liebling des halben Monats. Nee, wir haben uns doch auf Monat geeinigt. Du hast völlig recht. Ich mache es schon wieder kompliziert. Diese ganze Debatte rund um Bürgergeldempfänger kündigen jetzt ihre Arbeit, weil faul und so, haben wir ja noch an anderer Stelle, also nicht nur bei Hart, aber Fair erlebt. Ich möchte hier einen meiner liebsten politischen Protagonisten einblenden einmal. Warum soll ich überhaupt noch arbeiten gehen? Es lohnt sich doch gar nicht mehr im Vergleich zum Bürgergeld. Niemand muss in Deutschland arbeiten. Aber wenn jemand Sozialleistungen erhält und arbeiten kann und andere zahlen das für ihn, die jeden Tag arbeiten gehen, dann müssen wir doch erwarten können, dass diejenigen auch arbeiten gehen. Aber wenn die Bäckerei-Fachverkäuferin weiß, dass derjenige, der arbeiten kann, auch arbeiten gehen muss, ansonsten gemeinnützig tätig werden muss, dann hat sie auch Verständnis für das Sozialsystem und das ist auch ein Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Schon wieder Bäckerei. Haust du da aber auch echt die Atombombe in den Raum mit Lindemann, ne? Ja, die arme Fikulasa kommt hier rein, hört erst Hupsi Aiwanger und dann kommt Carsten Lindemann. Ich meine, das ist natürlich, das ist sozusagen die Spannungskurve schon auf der Spitze. So, hier. Ja, Carsten Lindemann fordert offen Zwangsarbeit. Ich werde dafür auch keinen anderen Begriff verwenden. Das ist eine Form von Zwangsarbeit. Sicherlich noch eine sanftere Form, als wenn Menschen mit Waffengewalt abgeholt werden und in Arbeitslager gebracht werden. Unstrittig. Aber wenn du sagst, im Grunde, wenn du nach 6 Monaten nicht, er will die Leute ja in gemeinnützige Arbeit anbringen. Wenn die Leute nach 6 Monaten einen gemeinnützigen Job nicht annehmen, kriegen sie halt kein Bürgergeld mehr oder krasse Sanktionen, ist das auch eine Form von Zwang, nämlich Sachzwang, Erpressung. Und wenn du drohst zu verhungern, dann gehst du vielleicht auch mal arbeiten in der Gemeinde und fängst an, Straßen zu kehren. Liebe Straßenkehrer, freut euch schon mal, dass eure Löhne niedriger werden und eure Jobs wegfallen werden. Wenn Carsten Lindemann das sagen kann. Ja? Das ist echt unglaublich. Und er hat recht. Es gibt Arbeit, die sich nicht lohnt, weil die einfach scheiße bezahlt ist. Aber da kann doch jemand, der Bürgergeld bekommt, nichts für. Also nimm mal an, du würdest sagen, wir halbieren das Bürgergeld jetzt einfach. Geht es niemanden in Deutschland besser? Niemanden. Die Handwerksgesellen von unserem Hart aber fair Handwerker gerade. Als wenn die da jetzt sitzen und sagen, jetzt geht's mir aber gut. Jetzt hat der Bürger, die Bürgergeldempfänger haben weniger, jetzt kann ich mir endlich mein Haus leisten. Ja. Oder was? Hä? Ja? Diese Logik. Also, das ist so absurd. Aber da muss ich halt leider auch immer sagen, warum sind manche Menschen auch so furchtbar leicht zu manipulieren mit dieser Milchmädchenlogik? Ja, also und es ist das Perverse ist ja noch, er schürt Leid auf Menschen, die überhaupt nichts haben. Ja, die nicht mal eine Lobby haben, um sich zu wehren. Ja, also die einzige. Nicht mal das. Ja, die einzige und auf relevante die wird Leid Stimme. Geschürt. Ja, es gibt nur eine relevante Stimme, die hören wir heute auch noch. So, also wo ich wirklich sage, da ist eine Reichweite dahinter und auch eine gewisse rhetorische Power und Kraft. Ich meine, die Linkspartei hat jetzt heute ihre Fraktionsauflösung oder was beschlossen? Gestern. Oder war das heute oder gestern? Gestern war das, ne? Ja. Also wieder nochmal so ein Stück Armutslobby einfach mal weggebrochen, ja, von dem bisschen, was wir sowieso nur haben. Aber deswegen sind wir ja auch einfache Ziele. Ja. Mich würde mal wirklich interessieren, ich bin ja jetzt in der Umschulung, sagen wir mal, irgendwie die CDU kommt jetzt an die Macht und ich muss im zweiten Jahr meiner Umschulung, kommen die dann auf die Idee zu sagen, sie müssen jetzt hier in der Gemeinde Straßen fegen oder die Umschulung wird abgebrochen oder sowas? Ja?
Also, ich kann mir das vorstellen. Ja, aber das hat da, ich habe da mehr Fragen, als das Antworten liefert. Wie willst du das umsetzen? Das ist ja alles. Und es gibt ja auch Leute, die Arbeit haben und trotzdem Leistung vom Staat beziehen müssen, weil das, was sie auf der Arbeit bekommen, einfach nicht reicht. Müssen die dann die andere Hälfte des Tages nochmal arbeiten? Ja. Also das ist ja alles völliger. Es gibt ja auch viele Menschen, die gar nicht mehr arbeiten können, weil sie alleinerziehend sind. Was machst du denn? Da muss die Mutter in die Zwangsarbeit und die Kinder? Fragezeichen. Oder müssen dann andere die Kinder zwangsbetreuen, die auch Arbeitslosengeld bekommen? Oder wie soll das, was ist das System? Das ist halt genau das. Gute Fragen. Hier der Sozi-Simon bei Twitter. Es ist ein Twitter-Account. Ich blende den mal eben ein. Im Thema, da kann wirklich hoppla. Nicht. Falsch. Stay falsch. So, jetzt hier. Der Sozi-Simon. Jetzt sehen wir leider den NPC Carsten Lindemann nochmal. Übrigens, ich muss es nochmal erwähnen. Ne? Carsten Lindemann, immer wenn er da so steht und redet, immer so zuck, zuck, zuck. Wirklich wie so ein Roboter. Also, ich glaube, er ist die AI. Naja, aber wie dem auch sei, Sozi-Simon auf Twitter hat ein paar gute Fragen gestellt. Und zwar, wenn wir so eine Arbeitspflicht haben. Erste Frage, wer soll betroffen sein? Auch Leute, die zu wenig verdienen? Rentner, Pflegende, Kranke, Schüler? Ja? Welche Tätigkeiten werden in welchem Umfang gefördert? Wie wird sichergestellt, dass gerade bei Vereinen und Kommunen aktuell bezahlte Angestellte nicht durch Pflichtstundenarbeiter ersetzt werden, was ich gerade sagte, ja? Der Straßenfeger kann sich mal darauf freuen, dass sein Job wegfällt. Wie soll der Nachweis der Stunden realisiert werden? Was geschieht, wenn Leistungsberechtigte keine Stelle zur Pflichtarbeit bekommen? Oder stellt die CDU sicher dafür, jeden geeigneten und zumutbare Tätigkeit zur Verfügung zu stellen? Ja? Also, was passiert denn, wenn es in meiner Kommune gar nichts gibt, was ich machen kann? Ja? So, was geschieht, wenn der Nachweis der Pflichtstunden nicht erbracht wird? Übrigens, Bürokratiemonster. Ja, ich sehe schon, wie da müssen ja den Agenturen für Arbeit wieder ganze Abteilungen geschaffen werden, die sich nur damit beschäftigen. Ja, nur mit den Kommunen irgendwie und mit den ganzen Trägern da hier, keine Ahnung, Caritas und so, die werden das ja bestimmt dann nutzen, irgendwie sich austauschen und da müssen die Stundennachweise erbracht werden und so weiter und so fort. Das ist doch wieder ein bürokratischer Horror. Und dann regen sich wieder alle auf, dass Steuern verschwendet werden. Ja? So, und dann sagt er noch richtig, ohne die Beantwortung dieser Fragen ist das halt ein wertloses, populistisches Konzept und Recht hat er damit. Wo kann ich denn jetzt? Gerade war das noch da. Naja, gut, dann machen wir einfach so. Ja. Jetzt wollte ich aber damit eigentlich ja auf was hinaus. Ja, wir sehen ja bei der Union diese Erzählung auf Basis dieses angeblich faulen Arbeitslosen. Jetzt nicht erst seit gestern, sondern die kommt tatsächlich seit ungefähr einem Jahr wieder hoch. Und zwar seit es sehr konkret wurde, dass jetzt das Bürgergeld auch beschlossen wird von der Regierung. Da gab es schon eine Kampagne von der CDU damals, oder von der CSU vor allem auch. Da haben die sogar eine Fake-Berechnung von der Nazi-Zeitung Junge Freiheit übernommen. Ja. Habe ich auch hier eine Kleinigkeit vom Volksverpetzer. Aber ja, Dave, du solltest das vielleicht auch erstmal aufmachen und dann kannst du es aufmachen. Moment. Das wird alles mit der Zeit noch schneller werden, liebe Leute. Wir müssen uns hier noch ein bisschen reinfuchsen. Da ist es. So, und wir brauchen wieder Bildschirmteilen. Leider kann man hier nämlich keine Bilder hochladen. Das finde ich sehr schade. Ja, da hatte der Sozi-Simon damals auch eine Berechnung zugemacht, übrigens. Da hatte sich die Union tatsächlich vom Volksverpetzer eine falsche Bürgergeld. Nein, nicht die Union vom Volksverpetzer, was rede ich? Leute, ich bin erkältet, ich verhaspel mich heute manchmal. Hatte sich die Union von der Nazi-Zeitung Junge Freiheit eine falsche Berechnung geholt, hat das Layout ein bisschen verändert, ja, und diese Berechnung dann aber so stehen lassen und die war so komplett falsch. Die war so komplett falsch. Wir hören da gleich noch einen Beitrag vom Monitor zu, wo da teilweise die Fake-Berechnungen drin sind. Das möchte ich jetzt noch nicht vorgreifen. Aber die führen halt jetzt seit einem Jahr, fahren die eine Kampagne gegen Bürgergeldbezieher. Und da ist eben auch der Pappkamerad des faulen Arbeitslosen sehr willkommen als populistische, wie soll ich sagen, Rahmung. Ja, weil so kann man das vor so einfachen, vor diesen Bürgerlichen, die ja oft in sehr einfachen moralischen Strukturen denken, rechtfertigen. Ja.
Übrigens, auch ein ganz interessanter Fun-Fact, hat mir bei Blue Sky jemand verraten. Wusstet ihr, dass es in der Psychologie sowas wie Faulheit gar nicht gibt? Das Konzept Faulheit? Also der Mensch kann gar nicht faul sein, also so wie das moralisch festgelegt wird. Sondern klar können Menschen untätig sein, aber sie sind dann aus Gründen untätig. Das heißt, vielleicht ist eine Notlage, sie haben Angst, sie sind frustriert, sie sind depressiv, sie sind verletzt, sie sind krank. Das hat ja alles mit Faulheit nichts zu tun. Ja, oder sie wissen gar nicht, was will ich beruflich eigentlich machen? Was kann ich mir für die nächsten Jahre vorstellen? Ich habe gar keine Orientierung, wo ich hin will. Ja. Pegulasa, ja, du hast komplett recht. Ich weiß, dass sie das seit Hartz IV auch durchgängig gibt, immer mal stärker, mal weniger. Aber jetzt seit einem Jahr, seit das Bürgergeld installiert wurde, ist es halt wieder besonders heftig. So meinte ich das. Aber du hast komplett recht, das ist, findet seit, ich beobachte seit 15 Jahren oder so. Also durchgängig eigentlich, dass immer auf Armutsbetroffene eingedroschen wird. Und meistens dann von Seiten der Bild-Zeitung, wenn sie mal wieder ein Sommerloch haben, dann brauchen sie mal wieder Florida-Rolf oder sowas, ja. Grundsätzlich klar. Nur ich meine nur, ne, diese Kampagne, die wird seit einem Jahr geführt. So, sagen, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich habe mir einen, zu diesem ganzen Narrativ habe ich einen Monitor. Artikel, warte mal, ist das Artikel? Aktion im Bundestag. Upsa, falsch. Habe ich einen Monitorbeitrag, den habe ich so ein bisschen auseinandergezogen und wir gucken uns jetzt mal den ersten Clip an. Sie ist wieder da, die alte Debatte, die auf dem Rücken von Menschen wie ihm ausgetragen wird. Ja, mein Name ist Thomas Wasilewski, ich bin 60 Jahre alt, bin erwerbsunfähig, bin Familienvater, habe 3 Söhne und bin verheiratet, bin einer von vielen Armutsbetroffenen in Deutschland, lebe vom Bürgergeld. Thomas Wasilewski aus Mönchengladbach hat früher Langzeitarbeitslosen eine Ausbildung vermittelt. Dann wurde er krank, das Herz. Jetzt kann er nicht mehr regulär arbeiten. Sein Bürgergeldanspruch steigt ab Januar auf 563 Euro. Auch der Regelsatz für seine Familie soll steigen. Im Prinzip nicht mehr als ein Inflationsausgleich, um das absolute Existenzminimum abzusichern. Der Alltag mit Bürgergeld ist sehr, sehr schwierig. Und am Ende des Monats, spätestens am 23. bin ich pleite und weiß selber nicht mehr, wovon ich leben soll. Dann hat man eine tiefe Verzweiflung. Da können sie nachts nicht mehr schlafen und wünschen sich nur noch den Tag, an dem sie sich über was zu essen kaufen können, wenn das Geld kommt, um mal wieder ein bisschen nach oben zu schauen, ne? Zum Leben zu wenig? So. Den Teil habe ich drin gelassen. Ich bin normalerweise eigentlich nicht mehr so der Fan von diesen, wir brauchen jetzt einen Protagonisten, der uns da noch emotional mitnimmt und dies und das. Ich fand aber, Monitor macht das hier sehr gut, weil der Thomas ist übrigens ein super Typ, der kämpft auch sehr aktiv dafür, dass der Regelsatz anständig erhöht wird für das Bürgergeld, ja. Der wird hier als Einleitung des Beitrags genommen und später nochmal, das habe ich aber nicht mehr drin, als Ende, und dann hast du das gerahmt, aber dazwischen ist halt alles gefüllt mit Sachinformationen. So, das vermisse ich bei so vielen dieser Beiträge. Ich habe mir noch einen anderen angeguckt, da wollte ich erst was draus nehmen, der war aber zu 90% nur Protagonisten. Und klar, ich bin der Erste, der sagt, die Stimmen sind wichtig. Aber es bringt dir halt nichts, so einen 45-Minuten-Beitrag zu machen. Und dann hast du davon 39 Minuten nur Protagonisten, die sagen, wie schlecht es ihnen geht. Und es wird kaum eingeordnet irgendwie, kaum irgendwie mal erklärt. Da kommt kein Wissenschaftler zu Wort, der sagt, so und so sieht es tatsächlich aus. Das sind die strukturellen Ursachen, dies, das. So bleibt halt immer der Beigeschmack von, naja, der arme Protagonist. Aber er hat halt Pech gehabt. Kann halt nicht allen gut gehen in Deutschland. Ja, so. Ja, hatte ich auch. Ich hatte auch noch einige andere geschaut. Da war das genauso durchgängig, Protagonisten, Protagonistinnen. Und du als Zuschauerin denkst du irgendwann, ach, Einzelschicksal. Ne? Das ist passiert halt mal. Das ist, ne?
schlimm, aber ist ja jetzt der eine Mal, den wir hier im Fernsehen gesehen haben. Und mir fehlt halt auch wirklich diese Einordnung. Wovon sprechen wir denn strukturell? Ne? Und deswegen, wie du gerade sagtest, wenn der auch noch am Ende kommt, finde ich das total toll. Dann hast du wirklich, du weißt, okay, das ist auch die emotionale Ebene, die zu den Fakten gehört. Ja, du hast also hier die nötige emotionale Rahmung, damit Zuschauer, damit das nicht so ein abstraktes Konstrukt für Zuschauer ist, aber eben nicht, wie wir gleich sehen werden, eben nicht nur diese, also viele Beiträge machen das halt nur, ne? Und das fehlt dann halt, dann fehlt was, dann wird das nicht erklärt, wie Ficolasa gerade übrigens auch sagt, Meinungen sind auch total wichtig. Also hier die Journalisten, ich habe das ja auch erlebt, ich habe ja auch zwei solche Beiträge mitgemacht, ich würde das auch nicht mehr tun, aber die Journalisten kommen dann immer und dann sagen sie, ja, wie viel hast du denn zur Verfügung, wenn das und das und wie sieht das dann am Monatsende aus und wie wohnst du denn jetzt genau? Ach, was hier, 30 Quadratmeter. Ja, beide Journalisten, die mal hier waren, waren komplett entsetzt, weil sie das mit ihrem Mittelstandsdenken nicht vereinbaren konnten, dass jemand auf so engem Raum leben kann. Ja? Richtig wäre aber, also von mir aus kann man das so ein bisschen so machen, aber du musst den Leuten dann auch Raum geben zu sagen, das und das ist falsch an diesem System und das muss sich ändern. Damit sie wenigstens die Chance bekommen. Aber das sind immer die Sachen, die rausgeschnitten werden. So. Also, ich habe übrigens noch ein kleiner Fun Fact. Ich habe von Kabel 1 eine Mail bekommen. Die wollten mich auch für so eine Poverty-Porn-Geschichte. Den habe ich geantwortet, dass ich dafür nicht mehr zur Verfügung stehe. Und habe denen geschrieben, aber sie können mich sehr gerne als begleitenden Experten einladen. Ich werde sehr gerne die Sachen strukturell für sie einordnen. Da kam natürlich keine Antwort mehr. Ach, was mir auch noch auf, was mir gerade noch einfällt, sorry, dass ich nochmal zurückspringe. Alles gut. Bei Hart aber fair wurde auch, war das bei Hart? Ich habe so viel Scheiße geguckt, das ist unglaublich. Nee, ich kann nicht mehr 100% sagen, es war bei Hart aber fair. Mir ist aufgefallen, in einigen dieser Formate wurde gesagt, das Bürgergeld wird jetzt auch um 12% erhöht. Es wird überhaupt nicht, also 12% von was denn? Ja. Von was? Und denken alle, was? Und da wurde auch argumentiert, wann wurde denn das letzte Mal ein Lohn um 12% erhöht? Wo ich denke so, das sind die, also das ist wirklich ein Argument, wo ich denke, ja 12% von fast nichts ist ja immer noch fast nichts. Aber ja, es wurde ja noch nicht mal klar gesagt, 12% von 502 Euro, das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du nur hörst, jemand kriegt 12% mehr Geld. Du, da werden wir gleich noch was zu sehen zum Lohnabstand. Das ist aber, weißt du, was diese Leute alle nicht verstehen, auch diese ganzen Bürgis, die jetzt gerade bei Twitter wieder steil gehen, das ist, dass schlechte Sozialleistungen am Ende auch schlechte Löhne zur Folge haben. Weil, das haben wir bei Hartz IV gesehen, da gibt es wissenschaftliche Arbeiten drüber, wir wissen das, ja, weil die Verhandlungsposition der Arbeitskraftgeber so geschwächt ist, dass sie jeden Job annehmen müssen. Das hat bedeutet im Falle von Hartz IV fast 15 Jahre durchgängig stagnierende Löhne. Also es wurde immer mehr produziert, aber die Löhne blieben gleich. Ja. So. Und beziehungsweise die sind natürlich schon gestiegen, aber der Reallohn hat sich nicht verändert, während immer mehr Produktivität kam. Also die Leute haben immer mehr geleistet für das gleiche Lohnniveau. So, das ist ja schon ein Missstand. Und das konnte nur Hartz IV, das hat Hartz IV halt geschafft. Und das wissen wir inzwischen. So, und alle, die so argumentieren mit diese moralische Argumentation aufmachen, dieses reine bürgerliche Bauchgefühl-Bingo, dieses die Faulen, die sollen mal arbeiten hier, wenn sie alimentiert werden. Die verstehen nicht, also die könnten ja wenigstens verstehen, dass es in ihrem egoistischen Interesse ist, dass es stabile Sozialleistungen gibt, wo sie nicht in Zwangsarbeit geschickt werden, wo sie eine Chance haben auf eine Umschulung oder eine Weiterbildung oder sowas, wenn sie in dieser Situation sind, weil das auch ihre Situation verbessert, weil eben sie jetzt mit besserer Verhandlungsmacht wieder in Gespräche gehen können. Das passiert natürlich nicht sofort. Solche Strukturen müssen sich langsam etablieren. Aber
diese einfachen Zusammenhänge, das kriegen ja, alle nicht das hin. Das ist ja auch noch mit das Perverse, dass gar keine Solidarisierung stattfinden kann. Eigentlich müssten sich ja die Menschen, die arbeiten und die, die gerade nicht arbeiten, solidarisieren, weil beide davon profitieren können. Aber das wird ja gar nicht ermöglicht, weil ja eine richtige Neiddebatte gefahren wird, sodass du, wenn du arbeiten gehst, du hast keine Ahnung, was kriegt der Bürgergeldempfänger, was 12% mehr, diese Schweine. Da wird ja dafür gesorgt, dass es überhaupt nicht zu Solidarisierung kommen kann, sondern das ist ja. Die Person, die ist dein Gegner. Ja. Der Bürgergeldempfänger ist dein Gegner, kleiner Arbeiter. Und daran, das ist genau das Ziel der Union und das eben auch mit freundlicher Unterstützung des Springer-Konzerns im Moment. Ne? Also genau diese Spaltung, ne? die Arbeiterklasse sozusagen, das ist ja alles die Arbeiterklasse. Ja, ob du arbeitslos bist oder nicht, du gehörst zur Arbeiterklasse. Und die Spaltung der Arbeiterklasse durch so eine künstliche Konfliktlinie, damit eben die jetzt schon gewinnen, weiter gewinnen können und weiter profitieren. Nur die Frage ist eben auch, und das richte ich jetzt auch mal an die jetzt schon gewinnen, wie lange denn noch? Wie lange kannst du eine Zitrone ausquetschen, bis nichts mehr da ist? Das merken diese ganzen Callcenter übrigens, ne? die jahrelang immer von der Agentur und von der AGE Leute reingespült bekommen haben, die dann neu ausgebildet wurden, die dann 6 Monate da gearbeitet haben und dann ist der Vertrag ausgelaufen, dann kam die nächste Charge. Ja, das war ja ist ja komplett deren Geschäftsmodell. Und die haben sich irgendwann mal gewundert in der Region, es kommen gar keine neuen mehr. Ja, wir kriegen viel zu wenig Leute, was ist denn hier los? Ja, weil es gab keine mehr, die sie ausquetschen konnten. Die waren alle jetzt schon verbraucht. Also, da wird wirklich nur, da gibt es noch dieses blöde Sprichwort, wie sagt man, von der Stirn bis zur Nasenspitze gedacht oder irgendwie so, kriege ich gerade nicht mehr hin. So, ich bin erkältet, ja. ich bin heute ein bisschen langsam im Kopf. Ich habe keine Ausrede, ich weiß es einfach nicht. ja, aber da wird halt wirklich nur so von hier nach da gedacht und keinen Millimeter weiter, dass die davon irgendwann nicht mehr profitieren können, weil nichts mehr da ist, was sie ausquetschen können. Und das Gleiche kannst du gesamtgesellschaftlich anwenden. Irgendwann ist nichts mehr da, was sie ausquetschen können. Und wie lange soll das halt noch so gehen? Ich meine, die killen ja jetzt schon die Binnenwirtschaft. Unsere Binnenwirtschaft ist seit Jahren am Stöhnen und Ächzen. Keiner will mehr shoppen in Deutschland. Ja, es hat keiner mehr Geld zum Shoppen in Deutschland. Das ist weißt du? Und dann sitzen dieselben Leute, die sich beklagen und sagen, ja, aber mehr als Mindestlohn kann ich nicht zahlen als Unternehmer. Ja, da wundere dich noch nicht, wenn keiner mehr bei dir einkauft. Das ist also, weißt du, diese einfachen Zusammenhänge kriegen die alle nicht auf die Reihe. Das ist völlig absurd. Aber gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Mhm. Ich rede mich hier schon fiebrig. Ja, so. Das geht doch bei dem ganz Thema anders. Sehr schnell. Es ist das alte Argument. Wenn das Bürgergeld steigt, lohne sich das Arbeiten nicht mehr. Die Menschen gehen nicht zurück in die Beschäftigung, weil sie sich ausrechnen können, dass sie mit staatlichen Transferleistungen am Ende des Jahres mehr herausbekommen, als wenn sie in einer einfachen Beschäftigung arbeiten. Mit dem Bürgergeld und jetzt auch noch mit dieser eklatanten, absurden Erhöhung des Bürgergeldes um 12% dieses Jahr haben sie ein Konkurrenzangebot für Nichtarbeitende. Lohnt sich Arbeiten also wirklich nicht mehr? Boah. Ja, lohnt sich Arbeiten also wirklich nicht mehr? Nein. Das Ding ist ja, wenn man die Frage korrekt beantworten möchte, so richtig korrekt, müsste man eigentlich sagen, es hat sich noch nie gelohnt für den Arbeitskraftgeber. Weil das grundsätzliche Konzept ist ja, du nimmst eine Stelle an, dann schaffst du in dieser Stelle Produktivität, die wird von deinem Unternehmen abgeschöpft und ein ganz großes Stück vom Kuchen behält das Unternehmen. Und du kriegst eine Entschädigungszahlung, die deutlich unter der geleisteten Produktivität liegt. Ich sage immer wieder, ich sage nicht, dass dieses Konzept grundsätzlich falsch ist. Weil ich sehe auch die Argumente, Unternehmer haben Risiken. Ja, und auf der anderen, es ist halt nun mal das System, in dem wir nun mal leben, derzeit und so weiter, das ist alles grundsätzlich nicht verkehrt, aber das führt halt immer dazu, dass wir immer wieder neu ausverhandeln müssen, wie groß das Stück vom Kuchen überhaupt sein darf, dass der sich einsteckt. So. Und wenn es nach denen geht oder nach vielen geht, kann das gar nicht groß genug sein.
Also wenn wir wirklich die Frage beantworten wollen, lohnt sich arbeiten, müsste man immer sagen, nein, objektiv nein. Ne? Aber wir leben halt in diesen Strukturen. Und da müssen wir jetzt gleich mal gucken, ob sich Arbeiten innerhalb dieser Strukturen noch lohnt. Nicole, was meinst du? Hat Friedrich Merz recht? Eigentlich antworte ich auf rhetorische Fragen nicht, aber... Das ist auch genau richtig so. Mich sehr gefreut, Alice Weidel gesehen zu haben. Oh, die habe ich lange nicht mehr gesehen, aber ich habe sie auch überhaupt nicht vermisst, habe ich dann gemerkt. Ja, die war doch so lange im Urlaub, wo sie so tat, als wäre sie krank oder so, oder im Krankenhaus. War da nicht irgendwas? Ja, irgendwas, da ist ja immer irgendwas. Da ist immer, bei den Blaubraunen ist immer irgendwas. Ja, ehrlich, ey. Ja, ja, komm, wir gehen mal eins weiter und gucken mal, was Monitor antwortet auf die Frage, lohnt sich Arbeiten noch? Schauen wir uns die Entwicklung seit der Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 an. Der Mindestlohn stieg seitdem um 46%. Der Hartz-IV-Regelsatz, heute Bürgergeld, erhöhte sich im selben Zeitraum nur um 41,1%. Der Abstand ist also sogar leicht gestiegen. Das Lohnabstand. So, also das einmal mit dem Lohn, das hatte ich ja gerade angekündigt, Lohnabstand haben wir jetzt abgehakt. Lohnabstandsgebot ist weiterhin gewährleistet, meine Damen und Herren. Sie können sich alle wieder setzen, Herr Merz. Herr Merz, setzen Sie sich wieder. Sofort, so. Aus Merz. Er hat jemanden einen Rohrstock. Oh Gott, Nicole, wir sind böse. Nicht so böse wie Merz. Ich danke dir, Cappuccino-Eis. Mein werter Cousin kritisiert mich immer. Er sagt, diese Worte sind zu umständlich. Er hat wahrscheinlich recht, aber ich benutze sie trotzdem weiter. Ich finde das gut, nur kurz. Ich komme nämlich immer durcheinander, weil ich immer denke, bin ich jetzt Arbeitnehmerin oder Arbeitgeber? Aber ich gebe doch die Arbeit, ich nehme die doch nicht. Ich komme da immer mit durcheinander, weil das für mich unlogisch ist. Das habe ich tatsächlich von meinem Philosophielehrer gelernt, der in der Erwachsenenbildung, der uns erklärt hat tatsächlich, dass so dieses Jahr das tatsächliche Verhältnis ist. Du gehst dahin und gibst deine Arbeitskraft. Du bist derjenige, der etwas gibt. Die andere Partei ist diejenige, die etwas nimmt. Ja. Darum sind die korrekten Begriffe Arbeitskraftgeber für den Arbeiter, für den Angestellten und Arbeitskraftnehmer für das Unternehmen. Und daran ist auch gar nichts Schlimmes oder Böses oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur das sind halt die Begriffe, die den realen Sachverhalt darstellen. Und so wie es jetzt dargestellt wird, wirkt das immer so, als wenn wir dreisten Arbeitnehmer, wie es ja immer heißt, uns irgendwas unter den Nagel reißen. Ja, wir nehmen dem armen Geber, was der gibt, und wir nehmen das dem weg. Ja, das ist unglaublich. Dem Philanthropen, der uns da Arbeit gibt. Das macht er auch nur aus Gemeinnutz. Das macht er nicht, weil er die Arbeit selber nicht mehr schafft. Mhm. Ja, das macht er nur, weil er hat ein soziales Gewissen und hat gesagt, jetzt schaffe ich Arbeitsplätze. Genau so funktioniert Kapitalismus. So, Marcel Fratscher habe ich mal rausgeschnitten, weil ehrlich gesagt, Marcel Fratscher sieht man ständig und so bahnbrechend war der Teil jetzt nicht, den er sagt. Es kommen gleich noch zwei Wissenschaftlerinnen, die fand ich erheblich, inhaltlich erheblich besser. Was jetzt nicht heißt, dass ich Marcel Fratscher irgendwie schlecht finde oder so, aber die fand ich besser, die habe ich drin gelassen. Und wir gucken mal weiter. Gegen Bürgergeldempfänger. Auch in Talkshows und im Bundestag. Und immer wieder wird mit unvollständigen Zahlen um sich geworfen. Da gibt es eine Familie, einmal mit drei Kindern. Einer arbeitet Vollzeit, Geringverdiener. Der hat, wenn er arbeiten geht, 880 Euro weniger, als wenn er das Bürgergeld bekommt. Ein Vollzeitarbeitender. Mindestlohnempfänger nach dem neuen Mindestlohn bekommt 2080 Euro brutto, 1404 Euro netto. Der wird locker eingeholt von einem Bürgergeldbezieher. Die Menschen können einfach rechnen. Wir rechnen auch. Ich find's, ist schon lustig. Der Merz ist die Härte, ne? Ich finde es übrigens auch sehr geil vom Monitor geschnitten, dass sie immer, wenn ein CDUler kommt, danach direkt ein AfDler kommt mit der nahezu identischen Position. Und sie damit, ohne dass sie das nochmal extra sagen müssen, einfach Show, Don't Tell zeigen. Ja, guck mal, die sind genau gleich. Wir haben gleiche Positionen in dem Thema. Ja. Ich finde es auch super, dass sie ihn so schwarz-weiß, das wirkt schon bedrohlich. Ich finde das super. Du weißt schon, er ist der Böse.
das müssen sich progressive Medien viel mehr angewöhnen, finde ich, mit den ähnlichen oder mit den gleichen Framing-Tricks zu arbeiten, wie es eben auch der Gegner tut. Man muss es halt so sagen, es ist also sowas wie Springer und so, es ist halt wirklich der Gegner. Mhm. Ja? Die kommen mit Fake News und falschen Narrativen und absichtlich unter komplexen Headlines um die Ecke, um irgendwelche Stimmungen zu schüren. Und da braucht es leider auch ein Gegengewicht. Am liebsten hätte ich, dass sowas wie Springer einfach verboten wird, bin ich ganz ehrlich. Ja, alle Pressefreiheitsfans können mich jetzt im Chat digital anspucken, wenn sie möchten. Aber das wird nicht passieren. Und das heißt, progressivere Medien müssen sich das auch überlegen. Und ich finde, Monitor macht das hier sehr, sehr gut. Die framen das hier richtig gut. Zeigen halt auch, also unterstreichen ja im Grunde durch das Framing auch nur, was das für verachtende Positionen einfach sind. Ne? Noch ein Fun-Fact zu Friedrich. Was gibt's da was Funniges? Ist dir aufgefallen, dass Friedrich Merz in letzter Zeit selber immer seltener mit so wirklich extrem polarisierenden Assi-Aussagen glänzt? Nee, für mich ist der so Assi wie immer. Eigentlich sollte man Assi auch nicht benutzen. Den Begriff, er ist für mich. Manchmal, manchmal rutscht Menschen man noch verachtend diese, wie immer. Ja, genau. Nee, aber tatsächlich ist das weniger geworden. Tatsächlich ist das weniger geworden, weil Fritze hat das outgesourced an so Leute wie Carsten Lindemann. Der sitzt jetzt im Talkshow und hält seine Nase hin mit seiner NPC-Wackelei. Ja. Leute, die wirklich arbeiten, ja, die sollen aber die nicht arbeiten, verarbeiten. Du rollst das eher so schön. Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie kommst du darauf? Was ist denn los, Dave? Wegen der Erkältung. Ja, ich habe, der Hals ist rau. Da näselt man und dann das R, das rollt dann automatisch. Übrigens, ganz allgemein, ihr habt das ja schon gemerkt, unser Ton ist ein bisschen irgendwo zwischen ironisch, sarkastisch und zynisch, weil ich finde, sonst kann man das auch nicht verarbeiten hier, diesen ganzen Kram. Jeder hatte andere Mechanismen, mit umzugehen, und meiner ist dann auch in den Zynismus zu gehen. Anders kann das meine Schutzmaßnahme, sonst würde ich das Format gar nicht machen können. Ja, eben. Also das ist halt der Ton, unser Ton, den wir gut können. Wir wollen jetzt hier keine Satire-Sendung oder so sein, aber auf der anderen Seite, ich kann diese Themen nicht mehr mit dieser furchtbaren, finsteren Ernsthaftigkeit behandeln, weil dann gehe ich selber darin unter. Mhm. Dann könnte ich nicht alle 14 Tage die Kraft finden, das zu machen. Und eben weil ich weiß, dass wir beide das hier alles mit so einem sehr zynischen Zwinkerauge noch mit betrachten, weiß ich, okay, die Themen werden furchtbar, aber mit Nicole macht es wieder Spaß. So. So, also wir haben jetzt nochmal die Narrative gesehen, ja, wie Monitor die nochmal schön gezeigt hat. Und jetzt kommt die große Aufklärung. Nicole, was meinst du? Die Leute können rechnen. Meinst du, Friedrich Merz kann rechnen? Ich weiß, du beantwortest keine rhetorischen Fragen. Ich wollte gerade sagen. Wir gucken mal an, was da gerechnet wird. Nein. Denn auch Niedriglohnverdiener haben Anspruch auf zusätzliche Leistungen, etwa Wohngeld oder Kinderzuschläge. Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut hat für Monitor das durchschnittliche verfügbare Einkommen für verschiedene Haushaltstypen berechnet, also inklusive aller staatlichen Leistungen. Alleinstehende Bürgergeldbezieher haben demnach 966 Euro, ein Vollzeitarbeitender mit Mindestlohn 1.498 Euro, ein Unterschied von 532 Euro. Schon ein bisschen, ne? Bei einer Familie mit zwei Kindern haben Bürgergeldbezieher 2.832 Euro. Arbeitet ein Elternteil zum Mindestlohn, kommt eine Familie auf 3.237 Euro. Sie hat mindestens 405 Euro im Monat mehr, je nach Kindesalter. Wir haben festgestellt, dass in allen diesen denkbaren Konstellationen man mehr Geld hat, wenn man arbeitet. Und dass der Abstand auch sehr deutlich ist, dass es mehrere hundert Euro sind. Die Debatte über Bürgergeld und ob das die Leute motiviert, zu Hause zu bleiben und faul zu sein, erscheint mir wirklich als ziemlich abwegig. Wenn ich einen Beruf habe, Lohn beziehe und das reicht nicht, um das Existenzminimum abzusichern,
dann wird das eben ergänzt. Dann kann ich Wohngeld beantragen, dann wird für die Kinder möglicherweise etwas noch dazu gezahlt. Das heißt, ich werde am Ende auf jeden Fall immer mehr haben als das Bürgergeld. Ja, das meinte ich gerade mit den beiden Wissenschaftlerinnen und noch mal eine kleine Randbemerkung. Ich will noch viel mehr kluge Frauen im Fernsehen sehen. Da haben wir immer noch so, finde ich, in meiner Wahrnehmung zumindest, immer noch so einen leichten Fokus, so einen medialen Fokus auf die Männer. Ja, das, auf Marcel Fratscher kam zuerst, war nicht halb so gehaltvoll wie das, was die beiden Frauen jetzt gesagt haben. Deswegen hier, ja, Daumen hoch. Und was haben wir jetzt gelernt, Nicole? Hat Friedrich Merz richtig gerechnet? Das ist eine dritte rhetorische Frage. Tut mir leid. Ich entschuldige mich nochmal mit der Erkältung. Alles gut. Ja, das in 2 Wochen zählt das nicht mehr. Ja, ich finde schon was. Ich finde schon was. Nee, ich finde das total gut, dass Sie das wirklich auch für unterschiedliche Familienkonstellationen zeigen, dass nicht jemand denkt, ja, aber mit Familie ist es dann, oder wenn du alleine bist, ist es dann. So, dass Sie wirklich sagen, wir haben einmal einen Single, wir haben einmal jemanden mit 2 Kindern, und dann zeigen, es lohnt sich immer zu arbeiten. Ich hatte das auch, weil dieser Hendrik Ambrus, das war ja der Herr, der Dachdecker von Hart aber Fair, aus dem ersten Clip, wenn ihr euch erinnert, der gesagt hatte, also da habe ich mal geschaut, was verdient denn, er hat sein Unternehmen in Baden-Württemberg, und da habe ich einfach mal so geschaut, was ist denn so das durchschnittliche Grundgehalt eines Dachdeckers in Baden-Württemberg? Und das durchschnittliche Grundgehalt sind halt 3.242 Euro brutto, was ungefähr bei Steuerklasse 1 Single 2.147 Euro sind. Und wenn du Arbeitslosengeld bekommst, dann hast du immer noch über 700 Euro netto mehr. Über 700 Euro. Und dann die Differenz von 2.147 netto zu dann Bürgergeld 502 Euro ist ja wohl, ne? Das muss ich euch jetzt ausrechnen. Es ist immer mehr. Also ich gehe damit ganz offen um. Ich kann sagen, in der Umschulung, ich kriege ja ein bisschen mehr als nicht umschulende BürgergeldempfängerInnen. Und ich habe im Monat etwas über 1.000 Euro mit, also bevor die Miete abgeht und alles. Ne? Das ist knapp, also ich komme damit aus, weil ich über Jahre gelernt habe, mit so wenig Geld auszukommen. Tatsächlich komme ich gerade sogar noch etwas besser aus, als wenn ich nur Bürgergeld hätte, weil das sind nochmal 150 Euro mehr, das macht einen Unterschied tatsächlich. Mhm. Aber ohne das hätte ich halt, ohne die Umschulung hätte ich 150 Euro nochmal weniger, ne? Also 850, 860 Euro um den Dreh. Und wenn dann der Handwerker mit seinem 2-1 rausgeht, ist es schon ein leichter Unterschied, würde ich sagen, ja. Und ich sage mal, dieser Handwerker muss schon sehr viel Wert auf seine Freizeit, also extrem viel Wert auf seine Freizeit legen, wenn er dann wegen Bürgergeld kündigt. Ja. Und ich weiß gar nicht, in dem Beispiel, das Sie genannt haben, ging es ja darum, wenn einer aus der Familie zum Mindestlohn arbeitet. Es ist ja auch oft so, dass die Frau noch halbtags arbeitet. Das hast du oft in diesen Konstellationen. Ja. Ne, dann ist es ja nochmal. Aber die haben ja wirklich total stockkonservativ gerechnet. Ja. Und da war der Abstand ja schon beachtlich. Eben. Also die sagten ja auch bei dem zweiten Beispiel, bei dem Familienbeispiel, da war der Unterschied irgendwie 430 Euro oder so, irgendwas um den Dreh. Und da haben sie ja noch gesagt, Minimum, also das ist das Mindestmögliche an Unterschied, das heißt, es ist eigentlich noch mehr. Ja. So, also in den meisten Konstellationen noch mehr. Und was ich halt in dieser Debatte, in dieser Bürgergelddebatte so, wie soll ich sagen, witzig ist das falsche Wort, also ich habe es mit so einem entsetzten Humor wahrgenommen, war, dass die Rechten nach und nach, nachdem dann immer mehr debunked wurde, nee, ist einfach falsch, eure Berechnung für 2 Familien mit 2 Kindern ist falsch. Dann sind die immer höher gegangen, dann kam irgendwann die Familie mit 3, mit 4, mit 5 Kindern, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann mal, weil ja auch die absoluten Zahlen größer werden, also eine Familie mit 4 Kindern, dann steht da irgendwie, die kriegen
ich sag jetzt, ich weiß die Zahl jetzt gerade nicht, die kriegen 3.500 Euro im Monat, sage ich jetzt einfach mal. Und da gucken dann erstmal viele, also vielleicht auch gerade so Singles, ja, wie ich, die alleine leben und die mit 1.000 Euro im Monat auskommen müssen und die denken, was, 3.500, was für eine unfassbare Zahl, bevor sie reflektieren, ah, Moment, das ist aber auch für 6 Leute, ne? So, aber das ist der Trick, ne? Dieses Arbeiten mit absoluten Zahlen, um euch stinkig zu machen, ja, damit ihr irgendwo bei Twitter schreibt, dass BürgergeldempfängerInnen ins Arbeitslager müssen oder so. Ja, ja. Also wie oft ich tatsächlich in den letzten Tagen auch, ich meine, bei Twitter musste, es gibt auch viele rechte Bots inzwischen da und so, ne, also es ist noch schlimmer als vorher auch schon. Aber wie oft ich in letzter Zeit auch wirklich gelesen habe, Sozialleistungen abschaffen. Also wirklich häufig. Und natürlich weiß ich, diese Bots, die schreiben das rein, in der Hoffnung, dass sie die Leute manipulieren, damit sie so ein paar Likes abgreifen, sichtbarer werden und die, und dann ein paar, immer idealerweise aus ihrer Sicht immer ein Schneeballeffekt entsteht und immer mehr Leute sagen, ja, Sozialleistungen abschaffen, damit wir Zustände haben wie in den USA. Ich freue mich, oh, ich habe mich mit Tee bekleckert. Ich sollte beim Gestikulieren die Teetasse nicht in der Hand halten. Oder das, sie sollte leer sein. Oder sie sollte leer sein. Oder. Into the Spider-Verse. Ich wollte gerade was sagen. Wer, was fürs, was? Spider? Was? Into the Spider-Verse. So. Aber gut, ich glaube, ich bin mit meinem Kurzrant fertig. Nicole, du wolltest auch noch was sagen. Ja, was wollte ich denn sagen? Ach so. Ich glaube, was mein Gefühl bei vielen Menschen, die ich so in ihrer Argumentation beobachte, ist, dass sie glauben, die Politik, die die FDP für ihr Klientel macht, betrifft sie eher als Politik, die Sozialabgaben kürzt. Ja. Als würdest du, weißt du, dieses Aufstiegsversprechen haben wirklich einige noch so tief drin, dass wenn du alleine Erbschaftssteuer sagst, sie direkt denken, ich bin mitgemeint. Wo ich denke, du bist Milliardär, verrückt. Du bist nicht mitgemeint, wenn über eine Erbschaftssteuer gesprochen wird. Wenn aber darüber gesprochen wird, dass Menschen zur Arbeit gezwungen werden sollen, da bist du tendenziell, sorry, nur mal eher mitgemeint, ja, weil auch du kannst deinen Job schnell verlieren, das wünsche ich keinem, aber es sind Umstände, die kannst du nicht beeinflussen und dann bist du von dem, was an sozialer Politik beschlossen wird, betroffen, Punkt, und nicht von der Erbschaftssteuer. Eben, die Pleite des Unternehmens ist vielleicht nur einen Tag entfernt oder, ich sage auch nochmal, ich wünsche es wirklich niemandem, aber wie der Thomas, den wir gerade am Anfang des Beitrags gesehen haben, kriegst eine Herzerkrankung und dann stehst du da. So. Und jetzt sagen wir zu so einem was, zu so einem Thomas, der sowieso schon freiwillig gemeinnützig arbeitet, ne, das auch noch obendrauf, also wirklich großen Respekt an dieser Stelle. Und jetzt will man quasi zum Thomas sagen, du musst jetzt hier noch Straßen fegen oder was, weil du keinen Job annimmst? Also das ist ja eine der offenen Fragen von Sozi Simon gerade, ne? Wer ist denn jetzt alles gemeint? Ich kann mir vorstellen, dass die CDU dann irgendwann mal so knatschend sagt, ja, also die Kranken, die lassen wir raus. Nur dann bist du schon wieder an dem nächsten Punkt, ne? Wie willst du das denn messen? Und dann freue ich mich auf die langen Gesichter in den Agenturen für Arbeit, wenn die Leute alle zu irgendwelchen Amtsärzten rennen müssen und dann wieder der ganze Aufwand, der Behördenaufwand, die ganzen Bescheinigungen, um die sich gekümmert werden muss und so weiter. Also es ist ein Bürokratiemonster auch noch, was die sich da überlegen. Ja. Also es ist einfach komplett daneben. Und ich wundere mich dahingehend ein bisschen, dass die FDP da nicht stärker gegen schießt, weil die FDP ist doch immer gegen Bürokratie. Und was mich auch, oh, das hat mich so aufgeregt, dass ja jetzt Bezahlkarten kommen für Geflüchtete. Ja. Und ich denke so, erstmal, dass FDP auch denkt, oh, why not? Zwinker-Smiley ist ja auch was Nettes, ist ja die Partei der Freiheit. Und du nimmst den Menschen, die doch eh schon so wenig Geld haben, über das sie verfügen können, da schon wieder eine Freiheit weg. Und ich bin da sehr dystopisch, weil ich denke, erst wird es an Geflüchteten ausprobiert mit einer Bezahlkarte. Was spricht denn dagegen, das einfach auch an Bürgergeldempfängerinnen zu verteilen? Und was möchte nicht, dass es diese Bezahlkarten gibt. Stell dir mal vor, irgendwann haben wir eine AfD an der Macht. Und dann kann über Bezahlkarten gesperrt werden, was du wo kaufen kannst.
Da wirst du komplett kontrolliert. Komplett, deine Autonomie geht komplett weg. Komplett. Du darfst nicht mal mehr entscheiden, wo du konsumierst, was du konsumierst. Ja, genau. Nicht, dass du sowieso schon extrem eingeschränkt wirst durch die kleine Menge Geld, die du nur hast. Und Geflüchtete haben übrigens noch weniger als BürgergeldempfängerInnen, soweit ich weiß. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es noch weniger ist. Und genau, jemand schreibt hier entmündigt. Und das ist genau das. Ne, das ist du bist genau eh das. Schon so entmündigt, wenn du Geld vom Staat bekommst. Das ist so, das schlimmste Gefühl, das ich jemals hatte, war in der Zeit, als ich arbeitslos war. Das war das allerschlimmste Gefühl. Ja. Ich hatte richtiges Gefühl von Wertlosigkeit. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Das ist so schlimm. Oh, ganz, ganz wünsche ich niemanden. Wünsche ich auch nicht Friedrich Merz, so sehr ich ihn für seine Aussagen wirklich verurteile und auch verabscheue. Nein, natürlich nicht. Natürlich wünsche ich das niemandem, auch keinem Carsten Linnemann und auch all diesen Leuten nicht. Aber das ist halt das Ding, ne? Die leben halt in einer privilegierten Blase, healthy und gesund. Die können sich im Zweifel wahrscheinlich auch sehr, sehr gute medizinische Betreuung leisten, weil alle privat versichert und so. Und diese Menschen, das ist halt auch ein massives Problem. Und das betrifft hier tatsächlich nicht nur die CDU oder die AfD, sondern es betrifft auch hochrangige Politiker von der SPD und den Grünen genauso. Das einzige Mal, wenn diese Menschen mit der Arbeiterklasse in Kontakt kommen, ist, wenn man alle 2 Tage abends der Lieferando-Fahrer klingelt. Ja? Also wenn Carsten Linnemann hier sagt, er muss der Bäckereifachverkäuferin irgendwas erklären, glaube ich dem das einfach gar nicht. Der hat noch nie in seinem Leben ein längeres Gespräch als Hallo und Tschüss mit einer Bäckereifachverkäuferin geführt. Es sei denn, er saß auf irgendeiner CDU-Veranstaltung und musste Fragen beantworten. Ja? Übrigens auch interessant fand ich übrigens auch, dass Carsten Linnemann auch schon wieder irgendwas mit Bäckern veranschlagt hat hier. Die Bäcker sind es irgendwie. Ne? Früher waren es die Friseure, weißt du das noch? Da haben wir immer von der armen Friseurin gesprochen. Nee. Ne? Das war auch lange Trend. Und jetzt sind es die Bäckereimenschen. Ja. Ja, Mensch. Nicole. Ah, Dave. Ich bin leer gequatscht. Ja, es geht einem wirklich an die Nieren. Mich macht das so wütend und ich bin so machtlos und meine Machtlosigkeit führt dazu, dass ich diesen Linnemann, diesen Merz, ich will die einfach nur schütteln, bis das wieder richtig im Kopf zusammengesetzt wird. Mhm. Weil das ist, ja. Aber jetzt habe ich noch einen für dich, Nicole. Ah, einen hast du noch. Christian Lindner, CL, ne? Carsten Linnemann, CL. Hast du die beiden schon mal gemeinsam in einem Raum gesehen? Ach, was. Aha, aha, aha. Aha, aha. Ja, sorry, Leute. Ich dachte, du hast jetzt auch noch einen Clip von... Nein, nein. Ich habe jetzt tatsächlich gleich noch einen kleinen, ich habe ja gesagt, ich möchte das immer nicht so massiv negativ beenden. Das heißt, ich habe jetzt noch einen kleinen Satire-Clip mitgebracht von Max Uthoff, wo er auch über das Narrativ des faulen Arbeitslosen spricht. Den würde ich jetzt gleich einfach laufen lassen. Zum Rauswerfen, den gucken wir uns jetzt einfach noch unkommentiert stillschweigend an, wie letztes Mal auch den Auszug aus der Bosetti-Sendung. Und darum sage ich jetzt an dieser Stelle, Nicole, hast du noch was? Nein. Nein. Das heißt, meine Damen und Herren, nächste Woche, in einer Woche, nein, zwei Wochen, in zwei ich Wochen, doch, ich dachte, in 14 was? Tagen. In 14 Tagen, ja, das ist IT-Logik. Weißt du? Nein. In 14 Tagen, die nächste Folge Sozialklimbim. Was das Thema sein wird, werden wir beide in den nächsten 14 Tagen ausklamüsern. Denkt dran, Liebling des Monats, Hubert Aiwanger. Erfreut euch auf den nächsten Liebling des Monats. Wir werden wieder nette KandidatInnen mitbringen. Wir haben einen Discord. Da muss man eben gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich da Links posten kann. Fällt mir gerade so auf. Critical Infinity Discord auf jeden Fall. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ich bin mir sicher, da wird auch gleich noch eine Afterparty stattfinden.
Und ja, ansonsten danken wir euch an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund, bitte. Ärgert euch nicht zu sehr über Carsten Linnemann und Friedrich Merz. Und jetzt schauen wir uns noch Max Uthoff an. Ich wünsche euch schon mal eine angenehme Nachtruhe. Meine Katze. Ich euch. Entschuldigung. Alles gut bei dir? Mein Kater schmust das Mikro an. Ja, ich sage euch auch schon mal gute Nacht. Schön, dass ihr dabei wart und das mit uns zusammen durchgestanden habt. Jetzt schauen wir uns noch den Max an. Und selbstverständlich. Und selbstverständlich gibt es auch in der Religion des Kapitalismus einen Feind, vor dem gewarnt werden muss, wie in jeder Religion, der Ungläubige, der Nichtgläubige, die Versuchung, die Sünde. Das Unglaubliche ist, dass wir alle es zugelassen haben, dass der Feind in der sozialen Marktwirtschaft der Arbeitslose ist. So weit ist unsere Gesellschaft schon verroht. Sozialforscher Werner Heidmeier hat an der Uni Bielefeld über 10 Jahre untersucht, wie sich die Einstellung der Bevölkerung zu ganz bestimmten gesellschaftlichen Gruppen verändert hat. Und das Ergebnis ist ganz eindeutig. Der Langzeitarbeitslose ist zu einem stabilen Feindbild geworden in unserem Land. Die Elite wollte diese Einstellung erreichen, auch bei uns bei der Mittelschicht. Und sie hat es geschafft. 61% aller Befragten halten es für empörend, wenn sich Hartz-IV-Empfänger auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben machen. Nur zur Erinnerung, der Hartz-IV-Tagessatz beträgt 13 Euro. Die Denunziation der Arbeitslosen, alles begann mit Gerhard Schröder, der roten Null, als er damals gesagt hat, es gibt kein Recht auf Faulheit in unserem Land. Und damit als erster die Gleichung arbeitslos gleich faul aufgemacht hat. Dann kam Franz Müntefering, einer der klügsten Denker des ausgehenden Mittelalters, und hat in dem Zusammenhang die Bibel zitiert und gesagt, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Aber wie hinterhältig, wie infam musst du sein, wenn du wie Müntefering die Bibel zitierst, aber absichtlich falsch. Denn im 2. Paulusbrief an die Thessalonicher, da steht nicht, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Da steht, wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Das ist doch ein entscheidender Unterschied, oder? Denn das Nürnberger Institut für Arbeitsmarktforschung hat festgestellt, Hartz-IV-Empfänger haben eine höhere Arbeitsmotivation als der Rest der Bevölkerung. Die wollen arbeiten, weil Arbeit nun mal einen Teil unseres Selbstwertgefühls ausmacht. Was macht Franz Müntefering heute? Er ist Ehrenpräsident beim Arbeiter-Samariter-Bund und kümmert sich um Hilfsbedürftige. Schön zu wissen, dass er durch seine Politik dafür gesorgt hat, dass er den Job noch verdammt lange wird machen können. Die Elite wollte eine Einstellung bei uns, bei der Mittelschicht, provozieren. Wir sollten uns von den Arbeitslosen abgrenzen und diese verachten. Wenn das gelingt, haben wir selbst irgendwann Angst, vom Staat abhängig zu sein. Und das macht uns gefügig, denn wer Angst hat, der stellt keine Forderungen. Und wir alle ahnen doch etwas von dem Druck, den Hartz-IV-Empfänger empfinden müssen. Hartz-IV-Empfänger müssen immer erreichbar sein, immer ihren Kontostand offenbaren, müssen jede noch so idiotische Fördermaßnahme mitmachen. Wenn die zweimal zu spät zum Termin kommen, kann es zu einer Kürzung ihrer Bezüge kommen. Wenn sie öfter mal im Kreis der Familie Mittag essen, sollten sie doch nicht aus Versehen auf dem Amt ausplaudern, weil es sonst auch zu einer Kürzung ihrer Bezüge kommen kann. Das Ergebnis? Jeder zweite Hartz-IV-Empfänger ist psychisch krank, hat eine Studie der DRK ergeben. Aber vielleicht müssen Sie nicht lange leiden, denn wer kümmert sich laut Presseberichten in seiner Freizeit um psychisch Kranke? Volker Kauder. Hartz IV hat die Armut in unserem Land so weit ansteigen lassen, dass, und wir regen uns nicht mal mehr darüber auf, es Tafeln gibt. Dass es in einem der reichsten Länder der Welt Tafeln gibt, an denen sich einmal in der Woche Hunderttausende von Menschen anstellen und um Essen betteln. Und dann kommt Katrin Göring-Eckardt, die ihre volkswirtschaftlichen Kenntnisse am Internationalen Institut für Milchmädchen erworben hat, die mit ihrer Partei den Grünen Hartz IV, die Armut und die Tafeln überhaupt erst mit installiert hat. Und sie schreibt in einem Buch über die Tafeln, es ist ein Glück, dass es die Tafeln gibt. Die Tafeln sind die Antwort auf das Problem der Armut in unserem Land. Katrin Göring-Eckardt, deren Verstand sich vor langer, langer Zeit wie ein Auswanderer in südliche Gefilde abgesetzt hat, um dort an der Strandbar ein Bier zu trinken, zusammen mit der Würde von Joschka Fischer. Das Sozialstaatsprinzip wurde umgewandelt in einen Wohltätigkeitsball. Das neue Motto lautet, Rotarier aller Länder, vereinigt euch. Früher hieß es arbeitslos, nicht wahr? Da hat man schon sprachlich den Verlust gesehen. Jemand ist was losgeworden. Heute heißt das Hartz-IV-Empfänger. Da empfängt einer was. Wahrscheinlich etwas, auf das er keinen Anspruch hat. Angela Merkel hat vor 10 Jahren, 2005, schon klar festgelegt, wer schuld ist. Sie hat gesagt, es ist der Wohlfahrtsstaat, der schuld ist an der Staatsverschuldung.
Und sie wurde unterstützt immer wieder von allen möglichen, unter anderem auch von Peter Sloterdijk, dem sympathischen Philosophiestudenten im 146. Semester, der in der FAZ in diesem Zusammenhang tatsächlich von einer Ausbeutungsumkehrung gesprochen hat. Was Sloterdijk damit meinte, ist, dass die Armen in unserem Land inzwischen die Reichen ausbeuten. Ein gemessen an seiner Verständlichkeit schockierend überbezahlter Philosoph bezeichnet also Menschen, die von 13 Euro am Tag leben, als Ausbeuter der Reichen. Aber die Presse hat fröhlich mitgemacht bei der Denunziation, allen voran die Springerpresse. Sie erinnern sich alle an Kampagnen über Florida Rolf oder Arno Dübel, den frechsten Arbeitslosen Deutschlands. Und wie gut das funktioniert hat, auch bei der Mittelschicht, auch bei mir, habe ich vor einiger Zeit gemerkt. Da gab es eine Sendung, Hart aber fair, mit Plasberg. Und da ging es um Tiefkühlkost. Und da hat ein deutscher Professor, wer sonst, gesagt, naja, was wäre denn die Alternative zu Tiefkühlkost? Ja, sollen wir uns die Pizzas vielleicht alle frisch machen? Das dauert ja Stunden. Und wenn wir uns jetzt mal Hartz-IV-Empfänger vor Augen führen, die haben noch gar nicht die Kenntnisse oder die Fähigkeiten dazu. Und kurz bevor einem die Kalzone hochkam, ist Plasberg Gott sei Dank dazwischen gegangen und hat gesagt, Moment, wollen Sie damit behaupten, dass Sie einen Unterschied erkennen in der Zubereitung von Tiefkühlkost zwischen Menschen mit Abitur und Hartz-IV-Empfängern? Ich habe 3 Schluck Rotwein gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Unterscheidung in Menschen mit Abitur und Hartz-IV-Empfängern auf demselben Denken basiert wie das arrogante Gequatsche des Professors. Die Elite hat ganze Arbeit geleistet mit ihren Verbündeten, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Deutschlandkonvent, Bertelsmann Stiftung, und misstrauen sie den Leuten, die unsere Armut relativieren, indem sie sie mit der Armut woanders vergleichen. Das wird gerne gemacht. Vor allem vom Professor Meinhard Miegel, schon wieder ein Professor, allerdings ehrenhalber, also Laienprediger, der in dem Zusammenhang gesagt hat, ich halte es für eine zynische Missachtung wirklicher Armut, wenn man Menschen in Deutschland als arm bezeichnet. Ursula von der Leyen hat auch gesagt, Armut in Deutschland ist ja immer eher relativ. Und der Dortmunder Statistikprofessor Walter Krämer, der weiß, wie man mit Statistik lügt, hat mehrfach gesagt, na schauen Sie, mit dem Hartz-IV-Satz wären Sie ja in 9 von 10 Ländern reich. Aber es ist doch ein Unterschied, oder? Die Lebenshaltungskosten in Mumbai werden sich doch von denen in Köln, Hamburg, Stuttgart ein bisschen unterscheiden. Und das Empfinden der Armut ist auch ein anderes, wenn ich wie in Indien oder Afrika umgeben bin von Menschen in einer ähnlichen sozialen Situation, anders als eine alleinerziehende Mutter, die in unserem Land, weil sie 2 Kinder hat und ihr Mann sie verlassen hat und weil sie deswegen keine Arbeit nachgehen kann und auf Hartz-IV-Niveau lebt, sich einmal in der Woche in unserem Land an einer Tafel anstellen muss und um Essen betteln muss, damit sie ihren Kindern eine Kleinigkeit zum Geburtstag kaufen kann. Und was Miegel, von der Leyen und Krämer und die anderen dieser Frau letztlich vorwerfen, ist, dass man ihre Armut nicht ansieht. Ja, dass ihre Armut nicht deren ästhetischen Vorstellungen von Armut entspricht. Für diese Leute wäre diese Frau nur dann wirklich arm, wenn ihre Kinder schon irgendwo in der Ecke liegen würden, zu schwach, um sich gegen die Fliegen zu wehren, die Würmer in ihren Augen ablegen. Und die Lüge, dass Hartz-IV-Empfänger faul sind, sie wird so lange wiederholt, bis sie zur Wahrheit geworden ist. Wissen Sie was? Ich glaube, der Mensch ist nie strukturell faul. Der Mensch hat mal Angst, ist müde, orientierungslos, unsicher. Der Mensch hat vielleicht vom eigenen Elternhaus nicht die notwendigen Fähigkeiten mitbekommen, um sich jeden Tag einer nervtötenden Arbeit zu stellen. Der Mensch ist nie wirklich faul. Wenn er Hunger hat, sucht er sich was zu essen. Wenn er Lust hat, sucht er sich ein Gegenüber, das ihm in der stabilen Seitenlage gefallen könnte. Aber wenn es gelingt, Faulheit als Motiv zu installieren, dann haben wir aus dem Opfer einen Täter gemacht. Und genau das ist in den letzten Jahren bei uns abgelaufen. Aber das Sozialstaatsprinzip, das besagt doch, dass wir allen Arbeitslosen eine Teilhabe an der Gesellschaft bieten müssen. Auch dem Arbeitslosen, der uns vielleicht bequem, überheblich oder faul, kommen Sie, wir zahlen Christian Wulff jedes Jahr über 200.000 Euro. Und an dieser Stelle, gute Nacht, liebe Leute. Gute Nacht.